verzichte ich heute. Und somit steigen wir direkt ein in die Fragestunde der Mitglieder des Stadtrates und beginnen mit der ersten Runde. Und wie ich es eingangs bei der Tagesordnung erwähnt habe, wird Bündnis 90 Die Grünen mit der ersten Frage an der Reihe sein. Und da darf ich Frau Ringler bitten. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vor dem Hintergrund der vorab in der Öffentlichkeit diskutierten Haushaltsansätze entsteht in den Schulen Beunruhigung hinsichtlich der Versorgung mit Schulsozialarbeit. Dies ist ein wichtiges Instrument, um die Herausforderungen präventiv zu begegnen, denen sich die Heranwachsenden gerade in Folgen jetzt der Corona-Pandemie, aber auch natürlich der Krisen der letzten Jahre und allgemein der alterstypischen Herausforderungen gegenüberstehen. Daher meine Frage: An welchen Schulen und in welchem Umfang wird Schulsozialarbeit aktuell über Landesmittel finanziert? Und in welchem Umfang und in welchen Schulen sind wir als Kommune Kostenträger? Wie viele Schulen aus dem Ranking werden derzeit nicht berücksichtigt? Und wie wird der erhobene Bedarf an den betreffenden Schulen kompensiert werden? Und welche Veränderungen sind mit Blick auf die Haushaltsansätze der Verwaltung aktuell eingeplant? Die Beantwortung übernimmt der erste Bürgermeister, Herr Donhauser. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Ringler, zu Ihrer Frage: Schulsozialarbeit wird aktuell zu 100%, und das ist schulgesetzlich festgelegt, an allen Oberschulen finanziert. Außerdem schließt das Land anteilig zu den anderen Diensten der Schulsozialarbeit zu. Insgesamt wird Schulsozialarbeit aktuell mit 8,8 Millionen Euro gefördert. Davon sind ungefähr 5,3 Millionen aus Landesmitteln. Die anderen Mittel werden von uns als Kommune bereitgestellt. Rein kommunal finanzierte Schulen gibt es nicht. Im nächsten Jahr wurden allerdings, genauso wie in unserem Haushaltsentwurf, Reduzierungen zurzeit angezeigt sind, wurden aber auch vom Land angezeigt, dass dort mindestens 500.000 Euro weniger Mittel, und das gilt es nicht, was die Oberschulen angeht, die sind immer außen vor, 500.000 Euro weniger Mittel angezeigt, die zur Verfügung stehen könnten. Das heißt also, die Landeshauptstadt muss mit derzeitigem Stand, und das ist, glaube ich, die entscheidende Sache, die wir heute noch zwei-, dreimal hier in der Fragestunde besprechen werden, aktuell im Haushaltsentwurf mit weniger Mitteln auskommen, was aber nicht heißt, dass insbesondere in den Beratungen im Jugendhilfeausschuss, aber dann auch in den Beratungen zum Doppelhaushalt 25-26 noch Veränderungen vorgenommen werden können oder Verschiebungen, was die Situation, falls es zugunsten der Schulsozialarbeit gehen würde, natürlich noch mal deutlich wieder verbessern würde. Wir haben insgesamt in Dresden 86 allgemeinbildende Schulen in der Schulsozialarbeit. Ich würde mir jetzt mal ersparen, sonst kommen wir heute auch nicht mehr zu den Wahlen, alle Schulen hier zu nennen, die derzeit gefördert werden. Das heißt also, von den ca. 130, 40 allgemeinbildenden Schulen über die Hälfte. Und wir haben immer noch Schulen, und das war das erklärte Ziel in der letzten Stadtratsperiode, beziehungsweise bleibt, denke ich, auch das Ziel, zu einem Zeitpunkt X jeder Schule auch eine Schulsozialarbeit zur Verfügung stellen, haben wir also immer noch einen hohen Bedarf an Schulen, die das nicht anbieten können. Der konkrete Entwurf, was mögliche Reduzierungen angeht, der wird nächste Woche nach Bestätigung in der Dienstberatung OB in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir haben den Schulen, und da geht es nach einem gewissen Ranking, das wird heute auch nochmal eine Rolle spielen, weil die Frage war, nach einem gewissen Ranking, der letztendlich vom Jugendhilfeausschuss auch festgelegt wurde, haben wir angezeigt, dass es möglicherweise, und das nennen wir Gefährdungsanzeige und die blaue Briefe im Übrigen, dass es möglicherweise sein könnte, dass nach dem 1.4. eine Förderung auslaufen könnte. Und ich sage das nochmal explizit,
im Konjunktiv, weil das letzte Wort, wie was gestaltet wird, möglicherweise auch anders verteilt wird, hat der Jugendhilfeausschuss. Insoweit bitte ich um Verständnis, dass ich heute noch nicht sagen kann und will im Übrigen auch, wie das ganz konkret in dem Entwurf des, der Vorlage aussehen wird. Zum Schluss muss man noch mal ganz deutlich sagen, Schulsozialarbeit ist eine ganz wesentliche Säule in den letzten Jahren geworden, was die Begleitung von Schülerinnen und Schülern angeht, was die Begleitung von oder Unterstützung von Lehrerinnen und Lehrern angeht. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir dort zu einer guten Lösung kommen würden. Derzeit ist es aber so, und die Verwaltung ist verpflichtet, einen Haushaltsentwurf vorzulegen, der per se erstmal genehmigungsfähig ist, was die Landesdirektion angeht, ist es so, dass wir also auch in diesem Bereich zum Teil weniger Geld eingeplant haben. Dem weiteren Verlauf ist es aber natürlich unbenommen, dass wir da ins Gespräch kommen können, beziehungsweise Fraktionen ins Gespräch kommen können mit uns, wie man die eine oder andere Sache nochmal anders sieht. Aber derzeit ist es so, also Oberschulen 100% gesichert. Bei den anderen Schulen könnte es dazu kommen, wir haben 20 Träger angeschrieben, dass wir dort mit der Schulsozialarbeit ein Stück zurückgehen müssen. Als nächstes ist die SPD an der Reihe. Frau Frohwieser, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Sie haben angekündigt, zwar ging es ja gerade um die Schule, aber die Grundlagen für die Schule werden in der Kita gelegt, den Stadtratsbeschluss zur sogenannten demografischen Rendite in den Dresdner Kitas nicht umsetzen zu wollen. Wem das kein Begriff ist, der Stadtrat hat beschlossen, dass wir bei sinkenden Kinderzahlen das Personal aber stabil halten wollen, um eben schrittweise die Qualität zu verbessern. Mir ist nicht ganz klar, was die Annahme der Verwaltung dahinter ist, oder sie springt zu kurz, jedenfalls kann ich ihr nicht ganz folgen. Deswegen meine Frage, beziehungsweise lassen Sie mich kurz einführen. Uns erreichen, oder zumindest mich erreichen momentan fast wöchentlich E-Mails von Eltern. Ich habe mir mal ein Beispiel herausgegriffen, eine Kita in Pieschen, in diesem Halbjahr schon die zweite aus Pieschen, die sich gemeldet hat. Da schreiben die Eltern, dass trotz großer grundsätzlicher Zufriedenheit mit der Einrichtung die Situation inzwischen nicht mehr hinnehmbar sei. Im August wurde den Eltern mitgeteilt, dass von 18 Fachkräften 7 ausgefallen seien wegen Krankheit oder Urlaub. Im September wurde informiert, dass nur noch 8 Fachkräfte zur Verfügung stünden. Man solle die Kinder doch bitte zu Hause lassen, die Öffnungszeiten werden verkürzt. Der Elternabend wurde abgesagt. Tage später waren nur noch 2 Fachkräfte für die Krippe da, die angekündigte Aushilfe kam nicht. Noch 6 Erzieherinnen für 80 Kinder insgesamt in der Einrichtung. Alle Ausflüge und die Vorschule wurden abgesagt, Eltern unterstützten die Betreuung. Am Anfang Oktober im Kindergarten nur noch 1 Fachkraft für 50 Kinder. Der Bereich wird geschlossen, die Kinder müssen zu Hause betreut werden. Und das war Anfang Oktober. Die jetzt gerade voll laufende Erkältungs- und Grippewelle war erst am Anfang. Aber wir wissen alle, dass Erzieherinnen in unseren Kitas am Limit arbeiten. Sie haben uns mitgeteilt, dass die Auslastung schon 2023 in der Krippe nur noch bei 74% gelegen habe, in der Kita bei 93% und massive Mehrkosten entstehen würden. Sie sprachen von 13,9 Millionen in den Jahren 25 und 26, wenn man diese Personalverbesserung, die der Stadtrat beschlossen hat, umsetzen würde. Daraufhin hatte ich eine Anfrage gestellt zur Personalsituation inklusive Krankenstand, die kurz zusammengefasst sagte, im Eigenbetrieb Kita ist eigentlich alles in Ordnung. In den 176 kommunalen Kitas gibt es einen personellen Überhang von 0,142, so genau haben Sie es geschrieben, Vollzeitäquivalenten je Einrichtung. 11% seien im Juli krank gewesen. Das sei weniger als der Branchenschnitt. Krankheitsbedingte Vertretung, Urlaub und Fortbildung seien im Personalschlüssel abgedeckt, so ihre Antwort. Deswegen meine Frage an dieser Stelle, oder ich mache 2 Fragen draus. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf eine Kita-Betreuung, sie sind, glaube ich, auch für im Nachgehen ihrer Arbeit darauf angewiesen, dass sie sich darauf verlassen können. Ihre Anfrageantwort erweckt den Eindruck, die Situation in Dresden ist toll, die Eltern, oder ist zumindest in Ordnung, toll weiß ich nicht. Die Elternrückmeldungen, die wir bekommen, sprechen eine ganz andere Sprache. Deswegen würde ich gern wissen, wie passen diese Dinge denn zusammen? Was ist denn jetzt nun richtig? Stimmen die Aussagen der Eltern, dass wir massiv mit Schließungen und Teilschließungen in der Kita zu tun haben? Haben wir ein massives Betreuungsproblem bei uns in der Kita oder ist die Situation in Ordnung? Und ich würde gerne noch eine 2. Frage hinterher schieben, weil ich nämlich eigentlich
gar nicht gerne über das Thema, ob wir überhaupt die Kitas öffnen, sprechen würde, sondern über die Qualität in der Betreuung. Und wenn Eltern dann schreiben, dass Elternabende nicht stattfinden können, die Vorschule wegfällt etc., was ich gerade aus dem E-Mail zitiert hatte, frage ich mich dann tatsächlich, haben wir auch noch eine schlechte Betreuungsqualität in unseren Kitas? Kitas halte ich durchaus ja auch für einen Standortfaktor, wenn es darum geht, Arbeitskräfte, Fachkräfte in Dresden zu halten und zu gewinnen. Vielen Dank. Herr Kollege Dunhauser wird Aufklärung übernehmen. Ja, sehr geehrte Frau Vorwieser, ich fange mal vielleicht mit dem zweiten Teil an, was die Betreuungsqualität angeht. Das wird ja auch Bestandteil sein, wenn wir darüber diskutieren werden im Entwurf der Verwaltung, was Elternbeiträge angeht. Die ist nach wie vor in Dresden sehr, sehr hoch. Das heißt, neben dem, was man natürlich gesetzlich absichern müssen, eine 9-Stunden-Betreuung, egal ob das jetzt im Krippen- oder Kita-Bereich ist, Hauptbereich 6-Stunden-Betreuung, bieten wir natürlich in Dresden eine Möglichkeit mit der 10. und 11. Betreuungsstunde, bieten eine Möglichkeit für Eltern, das zweite Zählkind ermäßigt, das dritte Zählkind kostenlos, kommen wir dann auch noch mal zu einer Anfrage, die dann gleich gestellt wird, hier in die Kitas aufzunehmen. Wir haben für Alleinerziehende Besserstellung in dem Kita-Beitrag, sodass keiner, und das zeigen ja die hohen Nutzungszahlen, über 95%, dass wir hier einen hohen Standard haben in Dresden und auch, das will ich nochmal ausdrücklich betonen, eine hohe Qualität haben. Was unbestritten ist, das zu der ersten Frage, wir hatten ein Problem, was die Absicherung angeht bei Krankheitsfällen. Das ist unbestritten und niemand nimmt die Wahrnehmung der Eltern hier irgendwie in, oder stellt die in Zweifel, dass das so nie richtig wäre. Es sind krankheitsbedingte Ausfälle, wo wir nicht in der Lage sind, das muss man auch so eindeutig sagen, kurzfristig für Vertretung zu sorgen. Der gesetzliche oder die gesetzliche Vorgabe, den Betreuungsschlüssel abzusichern, steht. Wenn ich das nicht mehr machen kann in der Kita, dann steht man in der Tat in der Frage, die Eltern zu fragen, ob sie die Kinder auch eher abholen oder zu Hause betreuen können. Das wird dann übrigens auch dann zurückerstattet, was dort an Ausfällen in der Kita angeht. Aber in der Tat ist es auch richtig, was Frau Frohwieser sagt, dass das natürlich kein befriedigender Zustand ist. Es ist kein befriedigender Zustand und das darf auch kein Dauerzustand sein. Und deswegen arbeiten wir weiter dran, was das Thema Betreuungsschlüssel angeht. Das werden wir aber nur lösen können, das Thema im Schulterschluss mit dem Land. Und deswegen auch hier der Appell an das Land, wenn jetzt die Sondierungs- und später Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden, dass das schon nochmal ein wichtiger Punkt ist für alle sächsischen Kommunen, was die Kita-Betreuung angeht, dort an dem Personalschlüssel weiterzuarbeiten. Und genauso verhält sich das, was Sie gesagt haben, mit der demografischen Rendite. Es ist richtig, es gibt den Stadtratsbeschluss. Es war derzeit nicht möglich, diesen auch finanziell im Haushaltsentwurf abzubilden. Und auch hier nochmal der Appell, das werden wir auch nur dann schaffen, wenn überhaupt, wenn das Land entsprechend auch mitzieht, was eine demografische Rendite angeht und die Kofinanzierung für die Kommunen. Aber wo wir uns unbestritten einig sind, dass wir hier ein großes Augenmerk darauf legen müssen, dass wir also den hohen Standard, den wir bisher in den Dresdner Kitas, egal Eigenbetrieb oder freie Träger, uns erarbeitet haben, dass wir den auch halten, beziehungsweise dann auch langfristig sichern. Insofern kann ich nur sagen, schönen Dank für diese Anfrage. Erlauben Sie mir noch mal eine Nachfrage, weil Sie jetzt gerade bei dem ersten, also jetzt meinem zweiten Punkt, aber Sie haben ihn zuerst beantwortet, bei der Qualität über die Elternbeiträge gesprochen haben. Das halte ich jetzt für ein eher theoretisches Konstrukt vor dem Hintergrund. Also das ist schön, dass wir die Möglichkeit haben, zum Beispiel in der 11. Betreuungsstunde. Aber meine Frage kam ja gerade daher, dass Kinder jetzt offensichtlich momentan häufig nicht betreut werden können. Dann ist es ehrlich gesagt auch egal, ob die Eltern einen Vertrag für 9, 10 oder 11 Stunden haben. Ich habe heute noch eine andere Anfrage von Eltern bekommen. Deswegen, mich treibt wirklich die Qualität in der Kita um. Da wurde gesagt, dort, das ist eine Kita, die hat regelmäßig, also jedes Jahr einen mehrtägigen Landheimausflug. Der ist jetzt
wegen der fehlenden Haushaltsmittel gestrichen wurden. Das Gleiche in der Kita betrifft auch das wöchentliche Projekt Kubik, also die kulturelle Bildung in der Kita. Und dort haben die Eltern bzw. der Förderverein angeboten, sie würden das spendenfinanziert selber finanzieren wollen, haben gesagt bekommen, das sei nicht gestattet im Eigenbetrieb Kita. Das sei nicht gerecht, das kann man möglicherweise so sehen. Ich finde es jetzt aber auch nicht gerecht, wenn wir Kitas haben, die ihre Angebote gerade nicht halten können, weil eben krankheitsbedingte Schließungen. Insofern würde ich Elternengagement an so einer Stelle ja tatsächlich sogar begrüßen. Woher kommt diese Aussage oder wer hat das festgelegt, dass Fördervereine sind ja in Schulen auch die Normalität, solche Dinge nicht finanzieren können? Das finde ich recht abwegig. Kann ich jetzt auch nur sagen, das sehe ich auch abwegig, deswegen, das brauche ich mal konkret, muss denen mal nachgehen. Kann ich Ihnen nochmal zuschicken und würde mich dann eine schriftliche Beantwortung vielleicht auch direkt an die Eltern freuen. Ja. Danke. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Als nächstes ist Team Zastrow an der Reihe. Herr Genschmann. Ach doch, jetzt Herr Zastrow. Ich denke, Sie wollten tauschen. Wir wollten tauschen? Nee. Nee, auf geht's. Ich mach das. Weil am 27. September ja zwei Tageszeitungen hier in Dresden mit einer Meldung kamen, die uns alle überrascht hat, nämlich, dass Dresden aus dem Bundesprogramm Kulturinvest sage und schreibe 15 Millionen Euro für den Bau einer Richard-Wagner-Akademie am Königsufer erhält. Das wurde auch von einigen Bundestagsabgeordneten direkt mal bejubelt. Ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, weil ich hatte davon bisher noch nie etwas gehört. Das war noch nie Thema im Stadtrat, das war nie Thema an irgendeinem Kulturentwicklungsplan. Die Sache des Konzertsaals am Königsufer ist seit der Entscheidung für Kraftwerk Mitte und Kulturpalast auch weg gewesen. Wir haben Werkstattverfahren gemacht, schon seit langer Zeit, und die Bebauung des Königsufers über viele Jahre. Da gab es einen großen Streit, aber das kam jetzt mal wirklich völlig neu. Das ist umso überraschender, weil es klare Kriterien dafür gibt, wenn du eine Förderung des Bundes haben möchtest. Ich kann das kurz mal zitieren, weil das nie einfach so vergeben wird nach Gutdünken, sondern da muss man schon hinreichende Projektplanungs- und Finanzierungsunterlagen vorlegen, sonst kriegt man gar nichts. Das Bundesinteresse muss plausibel dargelegt sein und es muss eine nachvollziehbare Gesamtfinanzierung nachgewiesen werden. All das hätten wir ja vielleicht erfahren im Dresdner Stadtrat, davon wäre ich ausgegangen. Es müsste auch, denke ich, im Dresdner Stadtrat diskutiert werden. Gerade jetzt, wo einen Tag vorher gesagt wurde, Fernsehturm steht in Frage und im Kulturbereich stehen ja viele Kürzungen an, das ist eine eigenartige Sache. Deswegen, auch weil ich da bisher noch nicht lesen konnte, wie es wirklich ist, möchte ich gerne wissen, in welchem Amt wurden diese umfangreichen Unterlagen zur Projektierung, Planung, Finanzierung erstellt und wer genau hat den Förderantrag in Berlin eingereicht? Und ich würde gerne wissen, wie hoch die Gesamtkosten dieses Projektes eigentlich sind, wer welche Finanzierungszusagen gemacht hat, wie sich überhaupt die Gesamtfinanzierung darstellt. Es muss ja neben den 15 Millionen von Berlin auch noch Geld von der Stadt wahrscheinlich geben und es muss auch Geld, denke ich, vom Land geben. Was gibt es da für konkrete Aussagen dazu? Und ich würde auch gerne wissen, ob ich diesen Förderantrag nun endlich auch mal selber sehen darf. Also, richtig ist, dass die Diskussion zum Königsufer schon sehr lange läuft und auch die Vision, eine Akzentuierung auf der Neustädter Seite zu setzen, schon Diskussionen in den Nullerjahren gewesen sind und auch da eine sehr, sehr breite öffentliche Debatte zu diesem Thema war. Es ist zunächst ein bisschen ruhiger geworden, dann haben wir uns erstmal mit dem Thema Narrenhäusl beschäftigt und eben dann uns auch mit dem Königsufer im Sinne von Wettbewerb. Auch da steht ja enthalten das Thema öffentliche Nutzung, auch mit entsprechenden Haus für Musik und mit verschiedensten anderen Überlegungen. Und genauso gibt es das Engagement aus dem Bereich von kulturellen Einrichtungen, in dem Falle von den Musikfestspielen und dem Intendanten. Das, was bereits an Engagement in den vergangenen Jahren und Förderung des Bundes ermöglicht worden ist für die wissenschaftliche Auseinandersetzung und Aufarbeitung zum Thema Richard Wagner, wir in Größenordnung fiskalische Mittel bekommen haben und auch Signale
dass es aus dem Bund in Richtung Finanzierung von investiven Bereichen Möglichkeiten gebe, dass diese Entwicklung weiter zu verstetigen und fortzusetzen. Und insofern haben die Musikfestspiele angefangen, sich mit dieser Frage intensiver und eine Reihe von Sponsoren auseinanderzusetzen und einen Antrag vorzubereiten. Diesen Antrag haben wir dann, und wir heißt in dem Fall der Oberbürgermeister, auch beim Bund entsprechendes Interessensbekundungsverfahren eingereicht. Und am Ende der Tage ist bei normalerweise in Kulturinvest von Förderungen, die so bei 3, 4, 5 Millionen liegen, haben wir atemberaubenderweise tatsächlich eine Förderung in Aussicht gestellt, wo normalerweise überall die Champagnerkorken knallen müssten, von 15 Millionen Euro. Ich gebe recht, es ist zu einem Zeitpunkt, der außerordentlich ungünstig ist. Und wir reden und haben zu diskutieren in den nächsten Wochen und Monaten, wollen wir diese Inaussichtstellung als Stadtgesellschaft in den nächsten Jahren in Anspruch nehmen. Es ist noch kein Förderbescheid. Es ist auch mit dem Antragsunterlagen eine Drittelfinanzierung und auch entsprechende mündliche Aussagen des Freistaates Sachsen zur Unterstützung eines solchen Vorhabens in einer entsprechenden Drittelfinanzierung liegen vor, dieses Thema in Anspruch zu nehmen. Das müssen wir nicht, das können wir. Das ist eine Chance, die wir zu diskutieren haben. Und wir haben dann jetzt auch nicht morgen damit anzufangen, sondern es ist innerhalb von 5 Jahren ist da ein Baustart vorzunehmen. Und das ist die Zeit, die wir ernstzunehmend uns auch mit diesem Projekt auseinandersetzen können. Wir können es natürlich auch lassen. Insoweit haben wir eine einzigartige Möglichkeit, aber wir haben kein Muss. Und diese Chance werden wir dann auch in dem politischen Prozess diskutieren und debattieren. Und dann kann natürlich der Stadtrat entscheiden, ist das eine Chance für die Stadt oder ist das etwas, wo man diesen Punkt nicht ergreifen will in der Untersetzung von dem, was man auch im Werkstattverfahren erarbeitet hat. Ganze Nachfrage. Soweit wie ich das kenne und wie die Regeln bisher im Haushaltsausschuss auch immer gewesen sind, auch bei diesem Programm, muss man klare Aussagen zur Gesamtfinanzierung vorlegen. Das heißt, es muss Zusagen geben über die Gesamtfinanzierung. Eine Zusage der Stadt Dresden kann es ja nicht geben, weil wir uns in der Stadt Dresden noch nie damit beschäftigt haben. Überhaupt nicht. Und diese Größenordnung, um die es da ja am Ende geht, muss ja einen Stadtratsbeschluss zugrunde haben. Und wenn gesagt wird, dass das Land etwas signalisiert hat, würde ich gerne wissen, wer im Land hat das signalisiert? Denn ganz offen, wir haben so große Baustellen, vielleicht auch im Kulturbereich, wo auch immer, das ist so viel Geld. Ich glaube, es wäre schon eine Aufgabe auch der Stadt gewesen, im Zweifel des Stadtrates gewesen, dann zu schauen, für welches Projekt man denn eigentlich dann versucht, beim Bund Geld zu bekommen. Eine Richard-Wagner-Akademie, die Musikfestspiele sind Teil der Stadt. Ich frage mich auch, wie es sein kann, dass ein Intendant, ein Mitarbeiter der Stadt Dresden handelt, ohne dass die Verantwortliche, seine Chefin, nämlich die Kulturbürgermeisterin, davon etwas weiß, wenn ich es richtig gelesen habe. So funktioniert das nicht. Das ist aus meiner Sicht, entweder ist unsere Kulturbürgermeisterin unfassbar schwach, dass sich das gefallen lässt, ansonsten kann das so nicht sein, weil das widerspricht allen Regeln der Arbeit in diesem Stadtrat. Damit können wir uns dann vortrefflich auseinandersetzen. Hier liegt die entsprechende Absichtserklärung des Ministerpräsidenten in der Unterstützung vor. Und insofern haben wir die Unterlagen mit der Aussichtstellung einer Drittelfinanzierung eingereicht. Und wie man sieht, hat das den Haushaltsausschuss des Bundes auch überzeugt, das Konzept, was ja was Einzigartiges ist. In so einer Größendimension kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass der Bund in Kulturinvest jemals eine Förderung getan hat. Also scheint das Konzept hier erstmal nicht zu schlecht sein. Insoweit sollten wir uns die Zeit nehmen, darüber intensiv zu diskutieren. Ist daraus eine Vision, die wir für diese Stadt in der Mittelfristschiene ergreifen wollen und in der Debatte dann entscheiden, ja, das ist interessant oder nein, das lassen wir sein.
allerletzten Satz, wenn ich darf. Wann können wir als Stadträte den Förderantrag sehen? Den kennt keiner. Ich würde gerne wissen, was da drin steht. Es ist ein Antrag, wo im Prinzip eine Ausfüllmaske ausgefüllt ist und alles, was in den Akten der Landeshauptstadt ist, ist zur Akteneinsicht vorliegen und da können Sie reingucken. So, dann kommen wir zum nächsten fragenden Fraktion und das ist jetzt BSW und da darf ich Herrn Devantier bitten. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, teilweise wurde meine Frage jetzt auch schon gestellt, aber ich will es nochmal trotzdem stellen, ein bisschen in eine andere Richtung geht es ja noch. Also das Thema ist genauso Schulsozialarbeit, Herr Donhauser hat es ja schon angesprochen und ist wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder dran. Also es geht auch um die geplanten Streichungen oder in Aussicht gestellten, befürchteten, bedrohten und so weiter und so weiter. Also von den Schulsozialarbeitern, die sind natürlich jetzt sehr aufgeregt und in dem Zusammenhang möchte ich also folgende Fragen stellen. Welche konkreten Träger und demzufolge auch welche Schulen in Dresden könnte es betreffen, dass sie von Kürzungen betroffen sind? Und zweitens, also wenn es sich offensichtlich um eine Auswahl von Schulen handelt, nach welchen Kriterien werden die entsprechenden Schulen ausgewählt, beziehungsweise die Träger? Also warum wird bei manchen Schulen gekürzt und bei manchen nicht? Gibt es da irgendwelche Kriterien oder Maßgaben dafür, wonach, bei wem und bei wem nicht? Wie schon avisiert, übernimmt auch hier die Beantwortung der Bildungsbürgermeister Donhauser. Ja, sehr geehrter Devantier, wie schon gesagt vorhin, wir haben in dem Prozess 20 Träger, das heißt also, es sind 20 Schulen betroffen, entsprechend angeschrieben. Die letztendliche Bestätigung der Verwaltungsvorlage steht für nächste Woche noch aus. Deswegen will ich heute noch nicht über die Träger bzw. Schulen reden. Was ausgenommen ist, das hatte ich vorhin ja auch schon mal gesagt, sind alle Oberschulen, weil dort dieser gesetzliche Anspruch entsprechend vorhanden ist und das auch natürlich so umgesetzt wird. Was die Kriterien angeht, will ich schon mal vorausschicken, dass wir da im Jugendhilfeausschuss einen längerjährigen Prozess hinter uns haben, der aus meiner Sicht hoffentlich im ersten Quartal 25 zum Abschluss gebracht wird, wo es das, also es nennt sich sperrig regionales Gesamtkonzept Schulsozialarbeit, in dem beschrieben ist, jetzt schon beschrieben ist, aber weiterentwickelt werden soll, welche Kriterien werden angelegt für die Schulen, die jetzt nicht zu 100% vom Land gefördert werden, welche Schulen sind dort prioritär zu berücksichtigen, um da Schulsozialarbeit zu benötigen. Und da sind Kriterien zum Beispiel Anzahl von Schülerinnen und Schülern in Vorbereitungsklassen, Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel inklusiv beschult werden, Anzahl von Schülerinnen und Schülern, wo der Fall vorliegt, dass sie mehr als 5 unentschuldigte Fehltage im Jahr haben, Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die ohne Abschluss die Schule verlassen und dann haben wir durch das Bildungsbüro erstellt einen sogenannten Benachteiligungsindex des Stadtraumes, der also auch nochmal eine Rolle spielt und wo dann nach einem Ranking, das ist öffentlich einsehbar auf der Internetseite der Landeshauptstadt auch, übrigens alle Schulen sind dort aufgelistet und jede Schule kann auch für sich ableiten, auch von den zurzeit über 70 noch nicht geförderten Schulen, an welcher Stelle die stehen. Also ist auf jeden Fall transparent dargestellt in den Kriterien. Und diese Kriterien, die derzeit noch gültig sind, wurden auch angesetzt, falls es dabei bliebe, dass wir weniger Geld in der Schulsozialarbeit zur Verfügung haben, welche Schulen können dort nicht mehr gefördert werden. Ja. Danke, dann hätte ich noch mal ganz kurz die Nachfrage, weil Sie jetzt die Kriterien genannt haben, die ich ja jetzt noch nicht kannte. Also habe ich es richtig verstanden, also mögliche Kriterien wären ja auch Anzahl der Schüler ohne Bildungsempfehlung am Gymnasium oder Schüler mit Migrationshintergrund. Sind das Kriterien, die jetzt auch mit aufgenommen werden? Also ich habe es jetzt nicht so rausgehört. Es ist möglich, dass sie aufgenommen werden können. Und das ist, was ich angekündigt habe. Wir hatten die Vorlage
berechtigterweise nochmal zur Überarbeitung bekommen, was die Neuausrichtung dieses Gesamtkonzepts angeht, also regionale Konzepte, und das können wir durchaus im Jugendhilfeausschuss nochmal diskutieren, was es für andere Implikationen gibt, die aus Sicht des Stadtrates noch berücksichtigt werden sollten. Also das ist nicht abgeschlossen, aber derzeit haben wir eine aktuelle Matrix nach Kriterien und nach der haben wir uns auch gerichtet. Okay, danke schön. So, als nächste Fraktion ist Fraktion Die Linke an der Reihe. Herr Scholbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es war im Jahr 1994, da wurde das Sachsenbad vorübergehend geschlossen. Das ist jetzt 30 Jahre her. Es hat seitdem nie wieder geöffnet und befindet sich seit geraumer Zeit in einem wirklich bemitleidenswerten Zustand. Die traurige Geschichte des Sachsenbades sollte uns allen Warnung sein, denn wir haben jetzt aktuell wieder ein Bad, bei dem die Existenzfrage steht. Das ist das Erlebnisbad Elbamare in Dresden-Gorbitz. Dort läuft ja der Mietvertrag im März des kommenden Jahres aus. Und das Problem ist, wenn die Stadt Dresden dazu keine Entscheidung trifft, dann ist die Existenz des Bades in Gefahr. Deshalb, wenn man das Bad erhalten möchte, dann ist es geboten, eine Entscheidung zu treffen. Es gibt ja verschiedene denkbare Möglichkeiten. Denkbar wäre zum einen, einen neuen Mietvertrag abzuschließen. Denkbar wäre auch, es ins Eigentum der Stadt Dresden zu überführen. Das Problem ist nur, dass bisher die Stadtverwaltung dem Stadtrat dazu noch keine Vorlage vorgelegt hat. Der Stadtrat hat also bisher noch keine Entscheidung dazu treffen können. Das sehe ich als problematisch an, denn wir wissen, so eine wichtige Entscheidung, so eine sehr grundsätzliche Entscheidung mit den entsprechenden weitreichenden Folgen bedarf ja auch der entsprechenden Diskussion, die auch entsprechend Zeit benötigt. Und deshalb stelle ich an dieser Stelle mit Blick auf das Auslaufen des Mietvertrages in wenigen Monaten die Frage, welche Planungen verfolgt denn nun die Stadtverwaltung für den künftigen Betrieb des Erlebnisbades Elbamare? Auch hier übernimmt der erste Bürgermeister die Beantwortung. Also die Analyse, lieber Herr Scholbach, ist schon mal völlig richtig. Und wir hatten immer, oder ich hatte immer gesagt, die Verhandlungen werden vertraulich geführt, das in Absprache mit dem Eigentümer, und jetzt ist es natürlich völlig berechtigt. Wir wissen alle, am 15. März ist der Mietvertrag zunächst gekündigt worden vom Elbamare, und seit geraumer Zeit sind viele Gespräche in meiner Person und mit dem Bäderchef Herr Waurig und dem Eigentümer geführt worden, inwieweit wir das Elbamare fortführen. Ich will ganz grundsätzlich sagen, unser Ziel verwaltungsintern ist, das Bad zu erhalten. Da hat sich auch nichts daran geändert, das Bad zu erhalten, aber nicht, das ist so ein geflügeltes Wort geworden und deswegen sage ich es jetzt noch einmal, nicht zu jedem Preis. Das heißt also im Speziellen, das ist auch transparent und nachvollziehbar, was die Mietzahlung seit 1996 angeht in das Bad. Es ist auch transparent nachvollziehbar die Betreibungskosten für das Bad. Und deshalb war die Maßgabe, wenn wir den Mietvertrag gekündigt haben, dass wir zum einen deutlich bessere Mietkonditionen haben wollen für die nächsten Jahre. Und zum anderen stand in der Tat auch im Raum, weniger von der Landeshauptstadt Dresden, mehr von Seiten des Eigentümers, das Bad an die Landeshauptstadt Dresden zu verkaufen. Und wir haben derzeit den Stand erreicht, und da kann ich selber beklagen, dass das mir alles viel zu lange dauert, aber den Stand erreicht, dass wir uns mit dem Eigentümer darauf verständigt haben, dass es zwei Verkehrswertgutachten, die jetzt auch existieren,
dass zwei Verkehrswertgutachten erstellt werden, um die Option Kauf weiter voranzutreiben, was aber nicht ausschließt, was die Miete angeht, voranzutreiben. Diese beiden Verkehrswertgutachten liegen derzeit vor. Ich habe mich dazu entschieden, das nochmal im GB6 überprüfen zu lassen, weil dort die entsprechende Expertise mit Verkehrswertgutachten auch liegt. Und sobald wir dort die Einschätzung haben, das ist übrigens eine sehr konstruktive Zusammenarbeit im Amt 62, werden wir die Gespräche weiterführen mit dem Ziel, und da hat oder haben Sie auch völlig recht, für eine Entscheidung braucht man natürlich den Stadtrat und wir müssen das dem Stadtrat vorlegen, aber dass wir bis Ende des Jahres zum Ergebnis kommen könnten und dem Stadtrat dann im Prozess der Haushaltsverhandlungen, weil das wäre schon eine sehr maßgebliche Sache, dann auch eine Vorlage vorlegen können zur Entscheidung. Aber grundsätzlich will ich noch mal betonen, unser Ziel bleibt, das Bad zu erhalten. Wir müssen aber darüber reden, zu welchem Preis wir es möglicherweise weitermieten oder zu welchem Preis wir es erwerben könnten. Gestatten Sie bitte eine Nachfrage oder zunächst eine Anmerkung, sehr geehrter Herr Dunhauser. Das ist ja schön, dass wir an dieser Stelle dasselbe Ziel verfolgen, nämlich den Erhalt des Bades, dass wir da an einem Strang ziehen. Nichtsdestotrotz stellt sich für mich einfach eine praktische Frage. Ne? Selbst wenn man jetzt davon ausgeht, Sie haben das skizziert, man könnte oder die Stadtverwaltung wäre in der Lage, bis zum Ende des Jahres eine Vorlage vorzulegen für den Stadtrat. Wir wissen alle, es bedarf dann der Diskussion, der Entscheidung. Und das Problem ist ja, dass am 15. März, wenn der Mietvertrag ausläuft, dann ist das salopp und böse gesagt Schicht im Schacht. Das wollen wir ja gemeinsam vermeiden. Das heißt, ich frage Sie, von welchem Szenario gehen Sie aus oder wie wollen Sie erreichen, dass entsprechend die Grundsatzentscheidung solide getroffen werden kann und nicht in der Zwischenzeit das Bad geschlossen wird? Weil ich habe ja mit Bedacht auf das Beispiel Sachsenbad verwiesen und die große Befürchtung vieler Menschen in dieser Stadt ist, dass wenn einmal das Bad geschlossen worden ist, dass es dann auch nicht wieder öffnet. Und deshalb denke ich, muss das vermieden werden. Okay, naja, jetzt sind wir uns aber auch einig und auch das ist Teil der Gespräche, ein Übergangsszenario herzustellen, was die Betreibung des Bades angeht. Selbst wenn wir uns noch nicht auf der Zielgerade im Sinne von Beschluss im Stadtrat befunden haben, das müssen wir genauso mit dem Eigentümer besprechen und verhandeln. Ne? So, als nächstes ist die FDP-Freie Bürgerfraktion an der Reihe. Herr Jens-Uwe Zastrow. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in Dresden gibt es eine Grünflächensatzung und eine Polizeiverordnung. In dieser finden sich zahlreiche Regelungen, zum Beispiel zu Lärmbeeinträchtigungen, zum Rauchen auf Spielplätzen, zu Alkoholkonsum, zum Grillen an dafür vorhergesehenen Plätzen. Diese Regelungen sind bei Verstößen Bußgeld bewährt. An uns sind zahlreiche Bürger, vor allem Anwohner von städtischen Parks herangetreten, dass es immer wieder zu ganztägigen Lärmbeeinträchtigungen kommt. Am nächsten Tag auf Freizeit, Sportflächen sieht man Alkoholflaschen, wenn das Ordnungsamt hinzugerufen wird. So kommen die Ordnungshüter, sprechen mit den Störern, gehen und danach geht es weiter wie vorher. Das sind teilweise unzumutbare Zustände. Die Anwohner sind davon einfach genervt oder sie fühlen sich im Stich gelassen. Dabei handelt es sich um Bürger, die im Schichtdienst arbeiten, um Eltern mit kleinen Kindern, die zur Ruhe kommen müssen, um Senioren. Vor diesem Hintergrund habe ich folgende Fragen. Wie viele Bußgelder wurden überhaupt im Jahr 2024 wegen Verstößen gegen die Grünflächensatzung verhängt? Punkt 2, welche Bußgeldbescheide wurden dabei geahndet? Zum Beispiel jetzt Lärmbeeinträchtigungen, Alkoholkonsum, Grillen außerhalb der dafür vorgesehenen Flächen oder Rauchen auf Spielplätzen? Und zum Dritten, was sind die Hindernisse, warum die Verwaltung hier nicht stärker tätig wird? Was steht der Durchsetzung dieser Ordnungsmaßnahmen entgegen? Hängt das an den zu abstrakt gefassten Satzungen und Verordnungen?
oder an Dienstanweisungen. Da wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dazu Auskunft geben würden. Die Beantwortung übernimmt die zweite Bürgermeisterin, Frau Jenich. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Zastrow, vielen Dank für die Frage, die mir natürlich auch ein Herzensanliegen ist als Umweltbereich. Durch die Bußgeldbehörde wurden im Jahr 2024 mit Stand vom 22. Oktober insgesamt 296 Verwarn- oder Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die Grünanlagensatzung versendet. Sie kriegen dann in der schriftlichen Antwort noch eine Auflistung der einzelnen Tatbestände. Ich fasse das jetzt zusammen, damit es hier die Frage nicht sprengt. Da sind insbesondere Tatbestände auf Spielplätzen, also was Sie auch ansprechen, Konsumieren von alkoholischen Getränken, Rauchen und Lärm, oft in Tateinheit, ne, wie Sie es auch beschreiben, aufgezählt mit einer zweistelligen Summe. Nutzung von Spielplätzen außerhalb der festgelegten Zeiten, ne, das ja, ist genau ja. Das, die Ruhestörung. Und ein großer Tatbestand ist das Befahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen auf Grünanlagen mit 263 Tatbeständen. Ja, auch wichtig ist, weil ja, die Anlagen dadurch zerstört werden. Wegen ordnungswidrigem Lärm, das geht ja dann nach Polizeiverordnung, wurden 42 Verwarn- bzw. Bußgelder und wegen ordnungswidrigem Grillen 41 Verwarn- bzw. Bußgelder erlassen bis zum 22.10. dieses Jahres. Wenn es Beschwerden gibt, richten wir Kontrollschwerpunkte danach aus. Also insofern solche Beschwerden gern an uns weiterleiten. Die werden bearbeitet und auch beantwortet und diese Hinweise sind wichtig. Es gibt regelmäßig Kontrollen und Verstöße, die zur Anzeige gebracht werden. Zur Ahndung der Verstöße ist es natürlich wichtig, die Verursacher wirklich zu erkennen, weil wir müssen es ja persönlich ahnden. Ja. Im Zweifel braucht man Zeugenerklärung, gute Personenbeschreibung, wenn man die Personen nicht mehr, also sozusagen nicht bei der Tat ertappt, also nicht mit der Alkoholflasche in der Hand oder beim Lärmen, ne, wenn sie hinterher wiederkommen, ist es so eine Frage. Deshalb müssen wir die Beschwerden kennen, um das zu bekämpfen. Und bei Lärmbelästigung ist es natürlich oft so, dass wenn der Stadtordnungsdienst dann kommt, dass die Verursacher weg sind, ne, oder beim Grillen. Ist der Stadtordnungsdienst vor Ort präsent in Uniform, kommt es dann oft nicht zum Verstoß. Das ist schön. Ich habe mich ja gefreut, dass der Stadtrat 22 die Anzahl erhöht hat. Aber natürlich hat der gemeindliche Vollzugsdienst viele, viele Aufgaben, auch zur Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Polizei im Verkehr. Also auch da gibt es, da wir dankenswerterweise so viele Grünanlagen und Spielplätze haben, Grenzen. Wir werden deshalb auch immer für solche Fragen sensibilisieren und aufklären, ganz besonders auch wegen des Vermüllens von Grünflächen. Und wie gesagt, teilen Sie uns die Beschwerden gerne mit. Sie werden da als Ratsmitglied, das geht an alle Ratsmitglieder, damit wir die Schwerpunkte so ausrichten können. Vielen Dank. Danke, so machen wir das. So, dann kommen wir zur nächsten Fraktion, PVP, Herr Dr. Schulte-Wissemann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, in den letzten Jahren hat es in vielen Städten, unter anderem auch in Dresden, eine Entwicklung gegeben, nämlich dass Außengastronomie einfacher und einfach und unbürokratischer stattfinden kann. Und hier haben sich die sogenannten Parklets, also diese Holzkonstruktionen, die auf aktuellen oder ehemaligen Parkplätzen temporär eingerichtet werden, wo dann die Menschen dort konsumieren können, essen, trinken, ohne dass auf dem Gehweg es eng wird. Das hat sich also sehr bewährt. Es wird also überall eigentlich geschwärmt davon. Und wenn man in so einer Sommernacht durch Dresden oder die Neustadt geht, ist ja schon fast ein mediterranes Flair und es ist bei Dresdnerinnen sehr beliebt und auch bei den Touristen. Leider ist aber das Lebensgefühl ist dann insbesondere in der Altstadt regelmäßig dadurch gestört oder beendet, weil quasi diese unwürdig frühe Sperrstunde einsetzt und Touristen vor allen Dingen fragen sich in allen anderen Orten dieser Welt, können sie halt noch irgendwie in der lauen Sommernacht ein Getränk zu sich nehmen, aber in Dresden ist dann Schluss. Und während sie dann einpacken müssen und gehen, hören sie aber über die Elbe noch Konzerte oder so. Das versteht kein Mensch.
Deswegen, um diese einmal die schönen Seiten und einmal die etwas schlechtere näher zu beleuchten und später angehen zu können, bitte ich um die Beantwortung folgender drei Fragen. Ich stelle sie einmal zusammen. Werden die Regelungen für die Außengastronomie, also diese Parklet-Regelungen in 2025 fortgesetzt, vielleicht noch erweitert oder wird es wieder eingeschränkt? Wenn ja, wie sind da die Regelungen für 2025? Gelten die Regeln einheitlich für das gesamte Dresdner Gebiet oder ist irgendwie Neustadt was anderes als Pieschen, was anderes als, weiß ich nicht, am Blauen Wunder? Und als dritte Frage, was muss der Stadtrat tun, um diese unwürdig frühe Sperrstunde in der Altstadt aufzuheben bzw. nach hinten zu verschieben? Dankeschön. Hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Schulte-Wissermann, die Möglichkeit zur Nutzung von Parklets wird auch 2025 fortgeführt. Was ausläuft, ist die Regelung zur Befreiung von Sondernutzungsgebühren, die war ja zeitlich befristet bis Ende 2024, also der damals von Ihnen eingereichte Antrag mit dem schönen Titel Sommer auf Außengastronomie sozusagen kann auch seine Fortsetzung finden. Wir wollen ein Konzept für die Parklets auf Parkständen im öffentlichen Straßenraum Ihnen am 28., also Ihnen, den Mitgliedern des Bauausschusses, am 28. November in der Sitzung vorstellen. Es gibt ja mehrere Belange, die Gastronomie, es gibt aber natürlich auch das Thema Fußverkehr und auch beispielsweise Anwohnerparken. Insofern braucht es da ein Konzept, was auch stadtweit zur Anwendung kommen soll, und das wollen wir sozusagen vorstellen. Aber vom Prinzip ist es die wichtige Information nochmal, die Möglichkeit zur Nutzung von Parklets ist unbefristet, nur die Befreiung von den Sondernutzungsgebühren ist befristet. Zu der Frage der Anführungszeichen Sperrstunde für die Außengastronomie. Also es gibt in dem Sinne emissionsrechtlich keine Sperrstunde, aber es ist eben so, dass für den Betrieb von Gaststätten und damit auch für die Außengastronomie das Bundesemissionsschutzgesetz gilt. Und dort ist eben geregelt, dass die Betreiber solcher Anlagen verpflichtet sind, Nachbarinnen und Nachbarn vor schädlichen Umwelteinwirkungen unter anderem, oder das heißt in dem Fall sozusagen unzumutbaren Lärmemissionen zu schützen. So, und dass die einschlägigen Regelwerke sagen, dass zur Beurteilung der Lärmemissionen zu unterscheiden ist zwischen Tag, Zeit und Nachtzeit. Die Nachtzeit beginnt in der Regel 22 Uhr und in der Nachtzeit besteht ein erhöhtes Ruhebedürfnis für die Nachbarschaft, was eben oft im Konflikt mit dem von Ihnen beschriebenen Lebensgefühl der sozusagen sich der Gastronomie befindlichen Personen stehen kann. Insofern ist im Einzelfall zu prüfen und von unterschiedlichen Faktoren abhängig, zum Beispiel Größe der Außengastronomie, Schutzbedürftigkeit der Nachbarschaft, sind wir also im Kern, im Misch- oder im Wohngebiet, der Entfernung von Außengastronomie zur Nachbarschaft und so weiter abhängig, ob eben auch nach 22 Uhr sozusagen der Betrieb der Außengastronomie möglich ist oder eben eingeschränkt ist angesichts des hohen Schutzbedürfnisses der Nachbarschaft. Und es gibt in der Tat in der Altstadt auch Standorte für die Außengastronomie, wo diese über 22 Uhr hinaus möglich ist. Insofern, es braucht dort immer die Einzelfallprüfung aufgrund der Rahmenbedingungen, die ich Ihnen geschildert habe. So, dann setzen wir in der Fraktionsrunde fort und die AfD ist an der Reihe, Herr Laczynski. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, bei meiner Frage geht es mal wieder um die Carola-Brücke. In einem Bild-Zeitungsartikel vom 22.10.2024 wurde dargestellt, dass am 15.04. dieses Jahr der Stadt Dresden ein Gutachten vorgelegt wurde, welches sich mit den Schäden des Bauwerkes infolge der chloridinduzierten Korrosion auseinandersetzte. Hierbei wurden scheinbar Messungen von Chloridwerten festgestellt, die den Grenzwert um das bis zu 10-fache überschritten.
In der Beurteilung dieser Werte ist in diesem Gutachten zu lesen, dass die fortgeschrittene Korrosion als sehr kritisch zu betrachten sei und auch der Bewährungsstahl betroffen ist und einen Querschnittsverlust der Bewährung bereits zur Folge hatte. In den Bauausschusssitzungen wurden von Seiten der Verwaltung schon vor dem 15.04. regelmäßig kommuniziert, dass die Kappenerweiterung mit dem Material Carbonbeton im Sinne der Lastneutralität auch deshalb erforderlich sei, weil bekannt ist, dass die staatliche Auslastung des Brückenbauwerkes bei 100% liegen würde. Diese Aussage wurde also bereits getätigt, bevor dieses Gutachten zum Korrosionszustand der Bewährung der Brücke vorgelegt wurde. Vor diesem Hintergrund bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen. Erstens, woraus ergab sich die Erkenntnis, dass die Brücke in ihrem Bestand bereits zu 100% ausgelastet war? Lagen der Landeshauptstadt Dresden bereits vor dem 15.04. Erkenntnisse vor, dass der Bewährungsstahl der Brücke geschädigt war? Und weiterhin die Frage, welche Maßnahmen leitete die Landeshauptstadt Dresden zu welchem Zeitpunkt infolge dieses Gutachtens ein, um eine fortdauernde Überlastung der Brücke zu vermeiden? Auch hier übernimmt Kollege Kühn die Beantwortung. Ja, sehr geehrter Herr Latzinski, die Carola-Brücke findet sich seit Jahrzehnten in permanenter Begutachtung und Bewertung. Wir haben ja im Bauausschuss sehr intensiv darüber gesprochen, wie oft Brückenprüfungen durchzuführen sind, Hauptprüfungen, Sonderprüfungen und so weiter. Alle durchgeführten Prüfungen, Besichtigungen, Nachrechnungen werden ausgewertet und notwendige Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt. Zur Untersuchung der Chloridbelastung wurde von der Stadtverwaltung über die Jahre eine Vielzahl von Untersuchungen und Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten, was Sie ansprechen, vom 15.04. War das Gutachten in Vorbereitung der Instandsetzungsmaßnahmen der Stadtverwaltung für den Brückenzug C. Also diese Untersuchung war notwendig, um die Leistung ausschreiben zu können für die Sanierung der Brücke, die ja zum Jahresende beginnen soll. Die Chloridbelastung des Bauwerks war auf Grundlage verschiedener Gutachten schon weit vor dem Jahr 2024 bekannt. Das haben wir auch deutlich im Bauausschuss dargestellt. Es wurde laufend überwacht und bereits im Jahr 2000 durch Maßnahmen zum Chloridentzug behandelt. Professor Marx hat im Bauausschuss auch deutlich gemacht, dass für die Tragfähigkeit der Brücke verantwortliche Spannstahl nach den damaligen Erkenntnissen nicht von den Chloriden erreicht wurde. Um dies in Zukunft auszuschließen, sollte ja die Brückenabdichtung erneuert werden, so war ja der Plan. Das haben wir ja auch entsprechend gemacht. Entsprechende Arbeiten wurden ja an den Brückenzügen A und B bereits umgesetzt, wo die Betroffenheit von Chloriden in einem höheren Maße vorlag. Darum eben erst A, B und dann C. Korrosion wurde beim Zug C bisher nicht an den Spannstählen, sondern nur an der schlaffen Bewährung im Hohlkasteninneren festgestellt. Auch das haben wir im Bauausschuss, denke ich, erläutert, dass diese nichts mit der Tragfähigkeit des Brückenzugs C zu tun hat. Die Auslastung der technischen Tragfähigkeit für Brückenzug C der Carola-Brücke lag bei 100%. Eine solche Auslastung ist jedoch Bemessungsziel moderner Konstruktion und berücksichtigt alle erforderlichen Sicherheiten für Risiken der Herstellung, der Baustoffe und der Nutzung. Dementsprechend sind für die Carola-Brücke alle Tragfähigkeitsnachweise erfüllt gewesen. Sie wissen, dass wir im Zusammenhang mit den Ereignissen an der Carola-Brücke sofort ein unabhängiges Büro beauftragt haben, also das von Professor Marx, der sämtliche Unterlagen und Entscheidungen in Bezug auf die Carola-Brücke sichtet und fachlich bewertet. Und am 11. September, den Termin haben wir ja gestern auch im Bauausschuss bekannt gegeben, werden die Zwischenergebnisse entsprechend vorgelegt. Wir haben darüber hinaus Professor Marx gebeten, die jüngste Berichterstattung sozusagen im Rahmen der unabhängigen Untersuchung einzuordnen und dort eine Erläuterung zu geben. Die liegt aber jetzt noch nicht vor. Die würden wir Ihnen dann vorlegen zum nächsten Bauausschuss. Das ist dann ja bekanntlich der 6. November. Vielen Dank. Letztendlich haben Sie ja vieles gesagt, was auch gestern auch schon der Aussagen der Stadt aus der Presse zu entnehmen war. Das führt mich jetzt natürlich zu einer Nachfrage im Zuge der Fragestellung des Informationsersuchens. Hatten Sie ja auch geantwortet, dass die letzte Berechnung des Ankündigungsverhaltens aus dem Jahre 2002 stammt.
Die Richtlinie für Spannbetonbrücken gibt ja vor, also insbesondere das Kapitel 10, dass wenn kein ausreichendes Ankündigungsverhalten nachweisbar ist, also rechnerisch nachweisbar ist, dass zwingend ein Ersatzneubau zu erfolgen hat. Jetzt gibt es ja nur ein Gutachten, was Sie ja selbst gesagt hatten, was einen massiven Angriff der schlaffen Bewährung ja quasi auch als Ergebnis hatte, dass quasi die schlaffe Bewährung eben nicht mehr diesen Querschnitt hatte, wie es im Zuge der Berechnung von 2002 mit einbezogen wurde in die Berechnung. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, wenn man festgestellt hat, dass die schlaffe Bewährung an 3 von 6 Messstellen wirklich mit Querschnittsverlust wegkorrodiert wurde, wie hat man dann auf dieses Gutachten zur Korrosion reagiert? Hat man nochmal eine Nachberechnung des Ankündigungsverhaltens durchgeführt? Also nochmal, die schlaffe Bewährung hat nichts mit der Tragfähigkeit des Brückenzugs zu tun. Das aber ist, mit dem Ankündigungsverhalten? Das ist deutlich geworden. Und ich glaube, dass die Frage, ich würde die schriftlich beantworten, beziehungsweise würden Sie dann am 6. beantworten, weil das eine Fachfrage ist, die am besten die für das Thema zuständige Fachabteilung oder eben auch Professor Marx beantworten kann. Hinsichtlich der Frage des Ankündigungsverhaltens haben wir ja in diesen 19 Fragen, die Sie gestellt hatten, ja die entsprechenden Antworten gegeben. Also meine Frage war eigentlich relativ einfach, ob Sie nochmal eine Neuberechnung des Ankündigungsverhaltens in Auftrag gegeben haben in Reaktion auf das Gutachten. Das werden Sie ja als Vertreter der Stadt wissen müssen. Wie gesagt, das Gutachten diente der Vorbereitung, in dem Fall für die konkrete Ausschreibung der Bauleistung, die ja im Laufe des Jahres stattfinden sollten. Insofern ging es ja genau darum, die Schäden zu beseitigen. Aber insofern ist dort jetzt nicht die Entscheidung getroffen worden, ein weiteres Gutachten oder eine weitere Berechnung vorzunehmen, weil dafür kein Anlass bestand und die Brücke, wie gesagt, saniert werden sollte. Also Sie haben, okay, gut, lassen wir so stehen. Vielen Dank. Ich hätte gerne die Beantwortung der Fragen dann schriftlich. Wir können das dann am 6. denke ich, nochmal genau im Detail besprechen. So, als nächste Fraktion ist die CDU-Fraktion in der Reihe. Herr Böhm, bitteschön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, wir hatten ja schon viele interessante Themen heute, aber ich glaube, dass das größte Thema, was die Stadtgesellschaft am meisten betrifft, vor allen Dingen auch Autofahrer und auch ÖPNV-Nutzer, ist das ganze Thema Carola-Brücke. Der Kollege Lazinski hatte ja schon auf diesen Presseartikel hingewiesen. Wir haben oder ich habe auch 2 Fragen dazu. Zum einen ist die erste Frage, ist das Thema, kein Mensch versteht, dass 5 Wochen nach dem Brückeneinsturz immer noch Ampelschaltung, Rathenauplatz und auch unten am Terrassenufer immer noch nie umgestellt wurden. Also es wurde versprochen bis zum Ende der Herbstferien. Jetzt haben Sie in Ihrer Stellungnahme geschrieben, irgendwie, ich glaube, bis zur 46. oder 47. KW. Also ich glaube, ein Großteil der Dresdner hält das mittlerweile als einen schlimmen Schildbürgerstreich, dass nie zumindest die 2 Ampeln einfach mal abgeschaltet wurden, weil sie ja fast ins Nichts führen. Uns würde da jetzt interessieren, oder mich, wann denn nun genau da was passiert und vor allen Dingen auch, wie der Verkehrsfluss dann gelöst werden soll und welche Gründe dagegen sprachen. Und dann die zweite Frage, die möchte ich gleich anschließen, die schließt sich ein Stück weit an das, was der Kollege Lazinski gesprochen hat, an. Es sind ja gravierende Vorwürfe, die da in der Presse von 2 großen Zeitungen in Dresden gegenüber der Verwaltung geäußert wurden. Ich möchte das jetzt gar nicht bewerten. Es wurde ja davon gesprochen, dass die Einsturzgefahr der Brücke schon länger der Verwaltung bekannt gewesen wäre. Es werden ja mehrere Gutachten zitiert. Deswegen stellt sich uns die Frage, welche Rolle die Brückenschäden, die in den Gutachten angeführt worden sind. Und ich sage mal, es wird sicherlich noch mehr Akteneinsicht geben in die ganzen Unterlagen. Also welche Brückenschäden denn wirklich was mit dem Brückeneinsturz zu tun haben, beziehungsweise jetzt mit der Sperrung der verbliebenen Brückenzüge. Und bitte, Herr Oberbürgermeister, lassen Sie nicht wieder darauf verweisen, dass das irgendwo in einem Ausschuss besprochen wird, weil das ist mittlerweile alles höchstes Interesse der Dresdner. Man wird an jeder Stelle darauf angesprochen und ich glaube, nach diesen wirklich sehr massiven Vorwürfen bedarf es doch in einer Klarstellung von Seiten der Verwaltung, insbesondere zu dieser
schon, sage ich mal, bekannten Einsturzgefahr beziehungsweise gewissen Risiken in die Richtung. Ich glaube, das ist der Dresdner, der hat das Recht darauf, hier auch heute eine Antwort zu bekommen, wie die Verwaltung das einschätzt. Danke. So, auch hier übernimmt die Beantwortung Kollege Kühn und dann ansonsten gilt mal, ja, es wird mit großer Intensität an der Aufarbeitung der Ursachen gearbeitet und natürlich dann, welche Folgen hat das? Und es macht keinen Sinn, da alle 3 Minuten danach zu fragen, bis die Ergebnisse da liegen. Und dann kann man darüber in eine fundierte Auswertung gehen. Aber zunächst über den Sachstand. Herr Kühn, bitteschön. Sehr geehrter Böhm, ich fange mal von hinten an. Welche Schäden zum Einsturz der Brücke geführt haben, ist Auftrag an die unabhängige Untersuchung, die wir unmittelbar nach dem Einsturz des Brückenzugs C beauftragt haben. Das Team von Professor Marx untersucht genau das. Dazu werden zum Beispiel in dieser Woche auch Maßnahmen durchgeführt am Brückenzug B, um in den Brückenzug, sag jetzt mal, reinzugucken, in die Spannglieder beispielsweise. Und wir haben gestern im Bauausschuss deutlich gemacht, und wiederhole ich das, was ich Herrn Laczynski gesagt habe, dass wir am 11. September in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses das beauftragte Büro der Zwischenergebnisse präsentiert. Und bis dahin sind wir alle gut beraten, die unabhängigen Untersuchungen laufen zu lassen und das beauftragte Büro diese zu tätigen. Und wir erwarten dann, dass wir am 11. Dezember dann entsprechende Antworten bekommen. Darüber hinaus, das habe ich auf die Antwort von Herrn Laczynski auch schon gesagt, haben wir hinsichtlich der jüngsten Berichterstattung Professor Marx beauftragt, uns dort hier eine Einordnung und Erläuterung zu geben. Zu Ihrer ersten Frage haben wir Ihnen gestern ja im Bauausschuss ausführlich informiert und auch in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses, in der Sondersitzung, die stattgefunden hat, haben wir sehr ausführlich über das Thema der Lichtsignalanlagen gesprochen, welcher Aufwand dahinter steckt. Und wie wir Ihnen gestern schon mitgeteilt haben, ist es so, dass im Nahbereich der Corolla-Brücke an 15 Anlagen Lichtsignalanlagenanpassungen notwendig waren. Und wir haben in der ersten Stufe jetzt überwiegend die Dinge erledigt. Erste Stufe war Carola-Platz, Günzplatz, Wienerplatz, Lenéplatz, Neustädter Markt, Bautzner Rotenburger Straße, Georgplatz, Postplatz, Albertplatz, Günzstraße, Pillnitzer Straße, Sachsenplatz. Und aktuell in dieser Woche bis spätestens Ende Oktober, auch das haben wir gestern deutlich gemacht, läuft die Anpassung Terrassenufer Steinstraße, Pillnitzer Straße, Steinstraße. Und insofern ist dann das Wesentliche, plus Rathenauplatz, Entschuldigung, habe ich vergessen, die wesentlichen Maßnahmen erstmal erledigt. Und wir haben in der Ausschusssitzung bzw. der vorhergehenden auch deutlich gemacht, dass zum Beispiel am Terrassenufer Steinstraße die Lichtsignalanlage nicht sinnlos ist, weil sich dort die Auslagerung für einen Schulstandort befindet mit zahlreichen Schülerinnen und Schülern. Es gibt den Elbradweg, es gibt also dort Querungsbedarf von Bürgerinnen und Bürgern, die zu Fuß unterwegs sind, deren Verkehrssicherheit auch gesichert sein muss. Insofern finden diese Anpassungen statt, aber die Ampelanlagen stehen dort nicht sinnlos rum. Herr Bürgermeister, gestatten Sie mir 2 Anmerkungen kurz dazu. Also der Dresdner hat schon ein hohes Interesse daran, dass so schnell wie möglich die Zusammenhänge, die zum Einsturz der Brücke geführt haben, dargelegt werden. Und der Verweis nur auf einen öffentlichen Ausschuss oder so, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Weil was nicht funktioniert, ist, dass eigentlich Verwaltung alles richtig gemacht hat, aber die Brücke trotzdem eingestürzt ist. Sorry, aber so funktioniert das nicht. Ich habe das mal so in meinem Bekanntenkreis mal versucht, so zu argumentieren. Die Leute haben mir alle einen Vogel gezeigt. Und genauso zeigen mir die Leute einen Vogel, die alle seit 5 oder 6 Wochen auf dem Terrassenufer im Stau stehen und sich die Frage stellen, was diese 2 Ampelschaltungen sein sollen und warum man die nicht abschaltet, insbesondere die Ampel am Rathenauplatz, die zu überhaupt nichts mehr notwendig ist. Also sorry, dort an der Stelle muss dringend nachgearbeitet werden. Da haben die Bürger, sage ich mal, ein hohes Interesse und das Thema wird überall diskutiert.
Also nochmal auch das in aller Deutlichkeit. Natürlich haben wir alle ein großes Interesse, das zügig aufzuklären. Und trotzdem muss es ordnungsgemäß die entsprechenden Untersuchungen laufen. Und sobald es Untersuchungsergebnisse gibt, werden die vorgestellt. Und wir gehen wirklich in einer sehr, sehr engen Kommunikation hier vor. Und mit jedem Schritt, wo es weitere Erkenntnisse gibt, das der Öffentlichkeit vorzustellen. Auch natürlich, logischerweise, wenn wir eine eingestürzte Brücke haben, die zunächst erstmal abzutragen ist und dann über Ersatzbauten vorzubereiten haben, ist das nie von heute auf morgen geschehen. Und ja, ich würde mir auch wünschen, dass wir diese Stauerscheinung nicht haben. Völlig d'accord. Da sehen wir alle miteinander in einem Boot sitzen, ändert aber nicht an der Thematik, dass hier wirklich mit Nachdruck an den Erkenntnissen gearbeitet wird und an deren Beseitigung. So, dann kommen wir zum Abschluss der ersten Fragerunde zu den Fraktionslosen. Herr Lorek. Ja, funktioniert das? Ja. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, man erinnert sich vielleicht noch, dass der Wiederaufbau der Frauenkirche zum Teil über Spendenuhren finanziert worden ist, wo ein kleines Stück Mauerwerk der Ruine drin war. Ich setze die Uhren mal als allgemein bekannt voraus. Und jetzt hat ein Dresdner Einwohner die Idee an mich herangetragen, man könnte doch auch aus den Resten der Carola-Brücke so eine Art Carola-Uhren herstellen, die einen Spendenanteil enthalten für den Wiederaufbau der Carola-Brücke. Meine Frage ist deswegen sehr einfach, wird die Stadt Dresden eine Edition von Armbanduhren Wiederaufbau der Carola-Brücke herausgeben? Also die Stadt Dresden hat nie Editionen von Uhren, wofür auch immer, rausgegeben. Erster Punkt. Zweitens war es bei der Frauenkirche ein bürgerschaftliches Engagement von der Stiftung Frauenkirche. Und natürlich bin ich sehr dankbar über jeden Bürger, der sich Gedanken macht, welchen Beitrag kann man leisten zum Wiederaufbau und wie können wir auch das mit unterstützen. Nun ist manchmal aber, was vermeintlich einfach klingt, die Welt dann doch ein bisschen komplizierter, als man sich vorstellt. Wenn, und das ist bei der Brücke so, ist die Brücke ein Bauobjekt oder eine Baumaßnahme, die in der Straßenbaulast der Landeshauptstadt Dresden unterliegt. Und für so eine Form eines Bauobjektes ist die Erteilung von Spendenbescheinigungen nicht möglich. Das würde eine Gemeinnützigkeit erfordern. Und für eine Brücke kriege ich nun mal in der Form, um mit Spendenbescheinigung ausreichen zu können, keine Gemeinnützigkeit. Insoweit kann man noch über Formen von Sponsoring sprechen und nachdenken, wo man sowas hat, wie da ist eine Tafel angebracht und wer hat das entsprechend mit unterstützt. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Wenn wir Sponsoring machen würden, unterliegt es auf jeden Fall der Umsatzsteuerpflicht und am Ende auch der Ertragssteuer, die mindestens 25% wiederum des Sponsoringbeitrages hat. Und insoweit muss man dann wiederum überlegen, ob die ganze Aufwand, der dann ist, wirklich einen sinnfälligen Nutzen ist. Aber ich habe immer gesagt, wenn es Akteure gibt, die bürgerschaftlich engagiert Thematiken vorantreiben wollen, können sie sich gerne dann mit uns in Verbindung setzen. Aber das sind schon sehr, sehr hohe Hürden, die stehen. Das ist anders als bei der Frauenkirche. Als Objekt, wo sehr wohl das eine Gemeinnützigkeit war, wo es um den Wiederaufbau eines kriegzerstörten Objektes ging. Hier ist eben, wie gesagt, die Gemeinnützigkeit für ein Brückenprojekt nicht vorliegend. Gut, dann habe ich eine Nachfrage. Also wenn ich Sie richtig verstehe, würde von Ihrer Seite her nichts dagegen sprechen, dass sich ein privatrechtlicher Verein bildet, der vermutlich auch die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt erhält und der dann solche Sachen herausgibt und Sie könnten vielleicht ein schönes Stück von der Baumasse zur Verfügung stellen für die Uhren. Wir machen jetzt hier keine Steuerberatung. Ich glaube, das wird komplexer sein, aber sich damit auseinanderzusetzen, können wir gerne tun. Dann muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Können wir bitte ein Stück von der Brücke für diese Zwecke zurücklegen? Wir schauen uns das an.
Sagten Sie ja oder nein? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ich habe weder ja noch nein gesagt. Weder ja noch nein. Weil ich am Ende der Tage, und das habe ich versucht, Ihnen zu erläutern, es sind eben leider auch ein paar weitere Fragen mitzuklären, die jetzt nicht mehr per einer pauschalen Anfrage und mal schnell hier über die Tischkante dann zu einer rechtsverbindlichen Aussage hergenommen werden können. Und deswegen hatte ich Ihnen ja gesagt, wenn es eine substanzielle Initiative gibt, dann sollen Sie sich mit uns in Verbindung setzen, dann prüfen wir das. Ist da eine auch steuerlich vernünftige Lösung erzielbar, ja oder nein? Und dann gibt es eine Auskunft. So, damit steigen wir ein in die Runde 2 der heutigen Fragestunde. Und es beginnt in diesem Falle die SPD. Herr Dr. Lames. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich möchte mich dem Thema Jugendhilfe nochmal zuwenden, das jetzt schon mehrfach eine Rolle gespielt hat. Und das letztlich auch in Vertretung von unserem jugendhilfepolitischen Sprecher Hendrik Müller, der ja kein Stadtratsmandat hat, aber im Jugendhilfeausschuss sich engagiert. Und das knüpft an die ein oder andere Antwort, die Herr Donhauser jetzt schon gegeben hat. Da war ein Zungenschlag drin, den finde ich gerade an einem Tag wie heute bemerkenswert. Der Zungenschlag lautete, wir müssen einen Haushalt ja als Verwaltung erst einmal einreichen, der dann genehmigungsfähig ist. Und dann sieht man, wo das Geld dann anschließend noch herkommt, vielleicht zusätzlich. Ich glaube, aus zwei Gründen sollte man den Weg nicht weiterverfolgen. Also zum Ersten ist dieser muss nachher der Verwaltung der Stadtratsbeschluss genehmigungsfähig sein. Das ist viel wichtiger, denn der wird überprüft von der Landesdirektion. Und zum Zweiten, an einem Tag, an dem die Steuerschätzung bekannt gegeben worden ist, wie heute, und insgesamt der Gesamtstaat 58,1 Milliarden weniger Einnahmen haben wird, als in der letzten Steuerschätzung noch vorhergesagt ist, glaube ich, wird das Manna nicht vom Himmel regnen, auch wenn der eine oder andere Fachbürgermeister das offenbar immer noch meint. So, jetzt zur Frage. Das Jugendamt bzw. die Verwaltung des Jugendamtes hat an freie Träger der Jugendhilfe, und das geht über Schulsozialarbeit hinaus, Gefährdungsanzeigen, muss man das nennen, habe ich gehört, verschickt. Die werden natürlich von den EmpfängerInnen blaue Briefe genannt, in denen auf die schwierige Haushaltslage der Landeshauptstadt hingewiesen wird. Zugleich wird angekündigt, welche Angebote von Kürzungen oder Wegfall bedroht sind. Zum Beispiel neben Schulsozialarbeit, was schon mehrfach Thema war, auch 14 betroffene Kinder- und Jugendhäuser, davon 2 zur Schließung vorgesehen. Zumindest im Umkehrschluss ergibt sich aus so einer Ankündigung eigentlich auch, wer nach Meinung der Verwaltung des Jugendamtes weitermachen darf. Einen Haushaltsbeschluss, einen Entwurf des Haushalts oder einen für die Zeit ab 01.01.25 geltenden Beschluss des Jugendhilfeausschusses gibt es nicht. Da bitte ich um Erklärung. Und die Fragen, die sich mir stellen, sind: Von welcher Haushaltslage sind Sie ausgegangen? Also wird der Verwaltungsentwurf zugrunde gelegt, den wir noch nicht kennen? Oder gibt es andere Zahlen? Oder gehen Sie gar von einem haushaltslosen Zustand aus? Was sollen die Träger jetzt tun? Sollen sie Mietverträge und Arbeitsverhältnisse kündigen? Können diejenigen, die nicht gekürzt werden sollen, können die sich darauf tatsächlich verlassen? Und auf welcher Rechtsgrundlage geschieht dieses alles? Und wenn etwas verschickt wird, ohne dass es der Jugendhilfeausschuss beschlossen hat, warum tut man das eigentlich? Denn eigentlich ist er ja zuständig. Die Beantwortung übernimmt Kollege Donhauser. Also sehr geehrter Herr Dr. Lames, da muss ich sagen, mich wundert auch so ein bisschen, was Sie gerade gesagt haben. Sie haben als zuständiger Finanzbürgermeister auch darauf geachtet, dass ein Entwurf vorgelegt ist, der zum Schluss unabhängig davon, wie der Stadtrat das verändern wird, genehmigungsfähig ist. Also so viel mal zu der Feststellung. Insofern ist das ein ganz
formaler, normaler Vorgang, dass die Verwaltung hier am 21. November einen Vorschlag vorlegen wird, von dem wir ausgehen, dass er genehmigungsfähig ist. Was der Stadtrat dann daraus macht, ist natürlich das hohe Recht dieses Hauses, dort entsprechend Veränderungen vorzunehmen. Zum Zweiten vielleicht nochmal, ich habe es ja vorhin gerade am Beispiel der Schulsozialarbeit geklärt. Berechtigterweise haben Sie gesagt, es ist natürlich nicht alles, was die Informationen der freien Träger angeht, was die Gefährdungsanzeigen angeht. Es gibt also dort klare Kriterien. Wir haben den Jugendhilfeausschuss und auch Ihr Mitglied dort am 19. September darüber informiert, wie wir vorgehen werden. Dort gab es keinen Widerspruch. Es gab keinen Widerspruch, dass wir dort diese Gefährdungsanzeigen zunächst verschicken, immer unter dem Vorbehalt, das will ich hier nochmal ganz deutlich sagen, dass der Jugendhilfeausschuss am Ende entscheiden wird, ob das so oder anders gemacht wird. Und es geht hier um die vorläufigen Förderbescheide. Das sind die Jahre, in denen wir Doppelhaushalte aufstellen. Das war 2022 so, das war 2020 so, wo also der Haushalt zwar damals immer im Dezember beschlossen werden konnte, aber durch die Prüfung und Genehmigung der Landesdirektion dann auch nie im Januar oder Februar schon in Kraft gesetzt werden konnte, aber eben die freien Träger entsprechend Sicherheit haben sollten, und das sollen sie auch diesmal wieder haben, entsprechend was die Förderung angeht. Also das nochmal zum Verfahren, was diese vorläufigen Förderbescheide angeht. Und die Frage nochmal, auf welcher Grundlage wir das machen, also im Sinne von Finanzgrundlage, dort haben wir den Haushaltsentwurf genommen. Es fehlen ungefähr im Bereich der Förderung von freien Trägern im Status quo 8 Millionen Euro. Und dort muss es eine Entscheidung geben, und es wird die auch geben, was wir erstmal dem Jugendhilfeausschuss und letztendlich dem Stadtrat vorlegen werden, welche Angebote sind nach Meinung des Jugendamtes. Und da ist, glaube ich, auch keine Kritik dran zu üben, dass das Jugendamt eine Meinung haben muss. Sonst können wir ja sofort alles im Ausschuss lernen, brauchen wir das Jugendamt nie. Nach Meinung des Jugendamts mit diesen reduzierten Millionenbereich, da sind wir, glaube ich, bei 24 Millionen Euro, die wir in 24 im Entwurf drin stehen haben, entsprechend gefördert werden können. Immer vorausgesetzt, der Jugendhilfeausschuss sieht das auch so, oder der kann Umverteilung vornehmen, oder dann, wie das in den letzten Haushaltsberatungen, wo ich als Bürgermeister dabei war, immer der Fall gewesen ist, dass der Jugendhilfeausschuss oder die haushalttragenden Fraktionen dann nochmal Umschichtungen vorgenommen haben, wo man quasi den Status quo in der Jugendhilfeförderung, also Freiträger, dann nochmal nachjustiert hat. Also insofern, denke ich, sind wir hier nicht in einem rechtsfreien Raum unterwegs, sondern im Gegenteil könnte man ja auch die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn die Träger nicht informiert werden? Die erschrecken dann plötzlich im Sinne von, wenn dann im November die Vorlage bekannt wird. Insofern ist es, denke ich, ein transparentes Vorgehen. Was ich nochmal mitnehme, ist die Kritik, wir werden das nächste Mal alle Träger anschreiben, weil ich habe so ein bisschen rausgehört, die Kritik, warum hat man jetzt schon bestimmte Träger angeschrieben, wo die Meinung des Jugendamtes ist, wir können in Zukunft alle Träger anschreiben. Das ist also, wenn es bei den Haushaltsbudgets bleibt und die nicht ausreichen, dass es da durchaus zu Kürzungen kommen könnte. Das würde ich nochmal mitnehmen. Also Nachfrage dazu. Mit Verlaub, dem liegt ja letztlich eine Konzeption zugrunde. Genau. Für die knappen Mittel, so ist es. Genau. Und für die Erarbeitung einer solchen Konzeption ist aber nicht die Verwaltung des Jugendamtes zuständig, sondern der Jugendhilfeausschuss, weil das keine laufende Verwaltung ist, die Sie an der Stelle betreiben. Wenn Sie also nur Vertrauensschutz zerstören wollen, dann müssen Sie das mit anderen Mitteln tun, denn der Jugendhilfeausschuss, was passiert eigentlich, wenn der Jugendhilfeausschuss jetzt ganz anders entscheidet, als Ihre Planung gewesen ist? Dann ist Und sagen wir, es fällt kein Manna vom Himmel. Dann haben Sie nämlich Vertrauen begründet, bei welchen, die dann nach Willen des Jugendhilfeausschusses nicht weitermachen können. Und die Zeche zahlt die Stadt am Ende. Haben Sie den Eindruck, dass die das alles im Griff haben, dort in der Verwaltung des Jugendamtes? Das ist ja gerade ein bisschen eine Winkeladvokatenargumentation. Ich hätte auch,
Ich hätte auch grundsätzlich darauf verzichten können, die Träger zu informieren. Hätte ich auch grundsätzlich, hätten sich vielleicht alle in Sicherheit gewogen. Hätten sich alle in Sicherheit gewogen. Und selbstverständlich liegt der Vorlage eine Förderkonzeption zur Grundlage. Und darüber befindet der Jugendhilfeausschuss. Also so ist es nicht. Und deswegen bitte ich darum, wir werden die Vorlage, wie gesagt, nächste Woche einbringen, dem Ältestenrat dann am, ich glaube, 3.11. entsprechend vorstellen bzw. dort einbringen und dann in die Beratung einsteigen mit dem Jugendhilfeausschuss, mit Unterausschüssen und dort gründlich nochmal sortieren, was ist gerechtfertigt bei dem derzeitigen Budget, was ist nicht gerechtfertigt, wo sieht der Jugendhilfeausschuss nochmal Nachbesserung, das werden wir in aller Gründlichkeit tun. Eine kurze Nachfrage habe ich ja noch. Wenn Sie jetzt eine Konzeption drunter gelegt haben, die derjenige beschlossen hat, der dafür nicht zuständig ist, könnte es da nicht sein, dass das, was Sie verschickt haben, Schall und Rauch ist? Ohne Worte. So, wir setzen fort in der Fraktionsrunde. Team Zastro, Herr Genschmer. Oh, wieder. Ich schon wieder. Mensch. Das ist der Bauausschuss. Also auch meine Fraktion hat Akteneinsicht genommen zum Thema Carola-Brücke. Ein Detail ist dabei aufgefallen, außer dass in Gutachten, das erste Mal ja schon im Jahr 2000, auch die gesamte Tragfähigkeit der Brücke in Frage gestellt worden ist und immer wieder auch Hinweise nachzulesen waren, dass man in Sachen Tragfähigkeit, der Verbesserung der Tragfähigkeit etwas tun muss, zieht sich das durch alle Gutachten seit dem Jahr 2000 eigentlich wie ein roter Faden durch. Deswegen eine einfache Frage, die wir vielleicht auch jetzt schon beantworten können, nämlich warum bei der Sanierung der Brückenzüge A und B keine tragfähigkeitsverstärkenden Maßnahmen durchgeführt worden sind. Und damit meine ich die Verstärkung der Tragquerschnitte und die Ertüchtigung der Gesamttragfähigkeit. Und daran schließt sich die zweite Frage an, warum ist das bei der Ausschreibung zur Sanierung des Brückenzuges C auch nicht vorgesehen gewesen, obwohl die Tragfähigkeit der Brücke immer wieder angemahnt worden sind. Das Einzige, was bis auf die Kappen und die Widerlager, die saniert werden sollten, gemacht worden ist, sind ja Maßnahmen, die eigentlich die Gebrauchsfähigkeit der Brücke beispielsweise jetzt für Radfahrer verbessern. Aber diese fundamentale Sanierung und die fundamentalen Empfehlungen, die es gab, wurden nicht umgesetzt. Warum ist das so und warum wurde es auch jetzt für den Brückenzug C, der einen schlechtesten Zustand hatte, nicht vorgesehen? Auch hier übernimmt Kollege Kühn die Beantwortung. Also zunächst einmal zu sagen, dass der Brückenzug C nicht der schlechteste Zustand aller drei Brückenzüge aufweist. Das hatte ich hier noch vorhergehende Anfragen erläutert. Ferner verweise ich auf die 19 Fragen und deren Beantwortung. Da gibt es auch Aussagen hinsichtlich des Tragfähigkeitsnachweises. Und auch das ist heute schon gesagt worden, ich wollte es auch gerne nochmal, für die Brücke sind alle Tragfähigkeitsnachweise erfüllt, sodass in dieser Hinsicht keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Die Auslastung der rechnerischen Tragfähigkeit für den Zug C der Carola-Brücke lag bei 100%. Eine solche Auslastung ist Bemessungsziel moderner Konstruktion und berücksichtigt alle erforderlichen Sicherheiten für Risiken der Herstellung, der Baustoffe und der Nutzung. Und hinsichtlich der Kappenverbreiterung ging es darum, die geringe Breite des Radgehwegs zu vergrößern, also die Breite, die nicht regelkonform war. Hierfür gab es Handlungsbedarf und entsprechend hat das ja auch der Stadtrat, Sie haben es ja mitbeschlossen, auch vorgenommen für die Maßnahme Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit gab es keinen Anlass, weil die, wie gesagt, zu 100% rechnerisch gegeben war. Und für die Kappenverbreiterung, die ja aus Carbonbeton innovativ gemacht wurde, gab es ja entsprechend auch die statischen Berechnungen. Insofern ist das alles Gegenstand auch der Vorlage gewesen, die nach meiner Erinnerung 2023 vom Stadtrat beschlossen wurde. Ja, das ist eine Nachfrage, dass wir drehen uns da im Kreis, weil die Empfehlung, die wir aus den Gutachten bei der Akteneinsicht gesehen haben, war ganz klar,
mehr für die Erhöhung der Tragfähigkeit zu machen. Das heißt, es ist schon seit 2000, also weit bevor Sie selbst im Amt waren, bekannt gewesen, dass man grundsätzlich was machen muss. Dass am Ende die Verbesserung für den Radverkehr nett ist, aber vielleicht nicht vordringlich, und die unter Denkmalschutzstellung des Geländers, die ja auch erst gerade erfolgt ist, wenn ich daran erinnern darf, das waren offensichtlich die Prioritäten. Man hat die Prioritäten dort gesetzt und hat das andere einfach ignoriert. Wir kommen jetzt hier nicht weiter, aber das wird sicherlich Thema der weiteren Untersuchung sein. Genau, also das ist genau der Punkt sozusagen. Es gibt eine unabhängige Untersuchung des Büros von Professor Marx, die alle Unterlagen sichten und auch alle Entscheidungen, die aus den Gutachten, Prüfungen und so weiter abgeleitet wurden. Waren die richtig? Wurden da falsche Ableitungen getroffen? Sind Gutachten nicht ordentlich bewertet worden, nicht die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und. Das sind genau die Fragen, die jetzt unabhängig geprüft werden, seit geraumer Zeit bekanntlich, und die, für die es am 11. September, Dezember einen Zwischenbericht des Gutachters geben wird, den wir in öffentlicher Sitzung dann vorstellen. Genau dort müssen diese Fragen, die sind ja alle richtig, beantwortet werden. Sind da Fehler gemacht worden? Gab es da Versäumnisse? Und genau das wird derzeit von den Fachleuten geprüft. So, BSW verzichtet auf die zweite Frage, ist mir mitgeteilt worden. Dann haben wir Fraktion Die Linke. Frau Stephan, bitteschön. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben heute schon an etlichen Punkten über Kürzungen und anstehende Kürzungen gesprochen. In meiner letzten Anfrage habe ich nach den Angeboten, die eingeschränkt werden sollen, aus dem Sozialbereich gefragt. Ich möchte das heute gerne nochmal konkretisieren und ergänzen um die Frage, welche konkreten Aufgaben und Projekte im Bereich Psychiatrie und Sucht und möglicherweise weitere Aufgabenbereiche aus dem Bereich des Gesundheitsamtes sind nach den aktuellen Planungen ab 2025 von Kürzungen und in welcher Höhe sind die Kürzungen geplant betroffen? Das ist der erste Teil meiner Frage. Hier übernimmt Frau Kollegin Dr. Kaufmann die Beantwortung. Ja, vielen Dank, Frau Stadträtin Stephan, für Ihre Anfrage. Ich denke, es ist allen klar, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und alle Bereiche der Stadtverwaltung von Kürzungen betroffen sind. Das bedeutet auch, dass die Förderbedarfe so vielfältig sind, im Status quo nicht erhalten werden können, weil das Förderbudget 25 wie 26 einfach nicht ausreichend finanziert werden konnte. Und damit ist die Frage natürlich an dieser Stelle zu stellen, was bedeutet das konkret? Im Bereich der Psychiatrie und damit in der fachlichen Verantwortung des Gesundheitsamtes können die gerontopsychiatrischen Beratungsstellen, die sogenannten GERDA-Stellen, nicht mehr finanziert werden. Hier gibt es auch schon seit mehreren Wochen eine Petition, um die Einschränkungen der älteren Bevölkerung, die eben diese GERDA-Stellen nachfragen, aber bestmöglich abfedern zu können, sind wesentliche Aufgabenbereiche aus dem Bereich in die Seniorenberatungs- und Begegnungsstellen überführt worden, die dann im Rahmen der offenen Altenhilfe bestmöglich hier einspringen. Es fehlen auch im Bereich der Suchthilfe Mittel und hier, auch das ist in der Öffentlichkeit bereits diskutiert, im Bereich SEFDD, ein suchtspezifisches Erwachsenenstraßensozialarbeitprojekt, was wir aktuell ersatzlos streichen müssen, weil einfach hierfür keine Gelder zur Verfügung stehen. Das ist übrigens, meine sehr geehrten Damen und Herren, geradezu ein Paradebeispiel dafür, dass wir modellhaft gefördert vom Freistaat und auch fachlich fundiert Angebote auf den Weg bringen, die geschäftsbereichsübergreifend geschätzt werden und durch ihre Arbeit überzeugen und dann irgendwann mal zu 100% kommunal zu finanzieren sind,
Sie gelten dann als sogenannte freiwillige Leistungen. Was mir Sorgen macht, ist Legalisierung von Cannabis und andere Unterstützungen, die zugesagt worden sind, bis heute seitens des Bundes und des Landes nicht gegeben. Damit ist natürlich auch die Erreichbarkeit von Beratungsstellen in dieser Weise nicht mehr gegeben. Im Bereich der freiwilligen kommunalen Leistungen im Ressort des Gesundheitsamtes ist die Gesundheitsförderung ein ganz wichtiger Aspekt. Hier fallen Projekte alle freiwilliger Natur, Fit im Park oder Medinet weg. Wir werden Kürzungen bei geförderten Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen vornehmen müssen. Projekte wie die Schwangerschaftsberatung von Familienleben e.V., die neu installiert werden sollten, können nicht finanziert werden. Der Gesundheitskiosk ist eine freiwillige Leistung, kann nicht finanziert werden. Auch die Hebammenförderung wird nicht mehr ausfinanziert werden. Sie fällt nach jetzigem Dafürhalten, weil freiwillig, ersatzlos weg. Mir macht das Sorgen, das sage ich ganz klar, aber das Budget ist begrenzt und damit fehlen in dem Bereich Psychiatrie, Sucht, Gesundheitshilfen 1,4 und 1,7 Millionen insgesamt für die Haushalte 25, 26. Ich hätte dazu gerne noch eine Nachfrage gestellt, und zwar inwiefern sind in diesem Bereich die Angebote schon informiert? Das wäre ja so ähnlich wie die Frage in der Jugendhilfe. Das ist das eine. Und das andere, wann wird der Stadtrat oder der Sozialausschuss entscheiden über diejenigen und in welcher Form werden wir diese Entscheidungen treffen, die weitergefördert werden sollen oder könnten nach den Vorstellungen der Verwaltung zum aktuellen Stand? Die Information der Trägerlandschaft erfolgt nicht individuell im Bereich des Amtes für Gesundheit und Prävention, sondern über die psychosoziale Arbeitsgemeinschaft, die PSAG. Hier haben wir darüber informieren müssen, dass das Geld nicht ausreichend ist und damit mit Mittelkürzungen gerechnet werden muss, insbesondere im Bereich der Suchtberatung wird es so sein müssen, dass freie Angebote nicht mehr ausreichend Beratungszeit refinanziert bekommen und damit die kommunale Suchtberatung einspringen muss. Das hat logischerweise auch seine Grenzen. Die Gerda-Stellen wurden in Fachgesprächen erörtert, wie sie an diesem Thema quasi im Gesundheitsamt nicht mehr finanziert werden, aber dennoch die fachliche Arbeit für Seniorinnen und Senioren, die beispielsweise an Demenz erkrankt sind und ihre Familienangehörigen weiterhin realisiert werden kann. Also auch hier gab es auf Fachebene einen Austausch. Wir hatten das bereits durch den Kollegen Donhauser dargestellt. Der Entwurf des Haushaltes wird am 21.11. durch den Oberbürgermeister eingebracht. Die Etats als solches haben wir bewirtschaftet. Sie sind sehr knapp. Wir kaskadieren zwischen Pflicht und freiwilligen Leistungen. Die Vorstellung, die wir haben, das ist jetzt die Frage von Ihnen und meine Antwort dazu, dass wir schnellstmöglich die Beratungen des Behindertenbeirates, des Ausländerbeirates und des Seniorenbeirates nach der Einbringung des Haushaltes ermöglichen, sodann im Sozialausschuss die Förderrichtlinie Soziales diskutieren und sodann noch dieses Jahr im Stadtrat eine Beschlussfassung der Förderrichtlinie und damit der geförderten Angebote über das Sozialamt, das sind über 220 Projekte, die betroffen sind, dann mit ihren Stimmen ermöglichen. Wir werden hier in eine vorläufige Bescheidung gehen, weil, die Diskussion haben wir heute auch schon geführt, der Haushalt erst dann offiziell ist, wenn er durch Sie insgesamt quotiert wird, im Frühjahr diesen Jahres und durch die Landesdirektion bestätigt wird. Also wir versuchen, bestmöglich Sicherheit für unsere Trägerlandschaft zu geben, nach Diskurs mit Ihnen, aber es bleibt formalrechtlich eine vorläufige Bescheidung,
bevor dann der Haushalt durch die Landesdirektion das Go bekommt. Damit kommen wir zur nächsten Fraktion, FDP Freie Bürger, Herr Maloney. Bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich vertrete den Herrn Maloney heute mal. Wir hatten eine breite Palette jetzt schon an Themen und ich komme wieder zu einem Thema Verkehr und Ampeln. Publikumsstarke Veranstaltungen auf dem Messegelände stellen eine besondere Herausforderung für den Verkehr in Dresden dar. Zuletzt hat sich nicht nur im Rahmen der Flachmesse Florian wieder gezeigt, dass viele Messebesucher auf der Magdeburger Straße kommend in den Schlachthofstraße einbiegen wollen. Die kurzen Grünphasen für Linksabbieger an der dortigen Ampel haben eine flüssige Anreise jedoch verhindert und zu massiven Rückstaus geführt. Da das zusätzliche Verkehrsaufkommen bei solchen Veranstaltungen und auch anderen Veranstaltungen, Musik und Ähnliches, ja zumindest teilweise vorhersehbar ist, muss auch schon vor der Installation einer neuen Verkehrsleitlösung nach Lösungen gesucht werden, die die Anreisen beschleunigen und unnötige Staus vermeiden. Dazu folgende konkrete Frage. Hat die Stadt eine Lösung, um bei zukünftigen Veranstaltungen mit hohem Besucheraufkommen auf dem Messegelände die Ampelschaltung an der Kreuzung Magdeburger Straße, Schlachthofstraße an das zusätzliche Verkehrsaufkommen anzupassen? Auch hier übernimmt die Beantwortung der Baubürgermeister, Herr Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Haug, es ist so, dass die Lichtsignalanlagen im Nahbereich des Messegeländes alle mit Signalprogrammen für Veranstaltungsverkehre ausgestattet sind, um genau auf solche Veranstaltungen wie die Fachmesse Florian zu reagieren. Es gab dann auch logischerweise wie bei allen anderen Großveranstaltungen im Messegelände Kontakt zwischen dem Straßentiefbauamt und der Messe Dresden. Und hier ist einfach ein Versehen passiert, nämlich dass angesichts auch der Arbeitsbelastung nach dem Teileinsturz der Carola-Brücke irrtümlicherweise sozusagen das Signalprogramm, was für Florian gebraucht worden wäre, nicht für die 41. Kalenderwoche vorbereitet wurde, wo die stattgefunden hat, sondern irrtümlicherweise für die 42. Kalenderwoche, also in der Woche zu spät. Insofern hat es dort kein adäquates Signalprogramm für die Veranstaltung gegeben. Das ist einfach ein Fehler, der passiert ist, der ärgerlich ist. Es ist auch im Nachgang ausgewertet worden. Sie haben den Bogen schon für die Zukunft gespannt mit dem ganzheitlichen Verkehrsmanagementsystem, was 2022 vom Stadtrat beschlossen wird. Soll es ja auch für eine ereignisbedingte Steuerung des Verkehrs geben, dass in Zukunft, wenn das etabliert ist, eben nicht mehr ein händisches Umschalten der Programme notwendig ist und damit so ein Fehler passiert, wie er jetzt passiert ist, sondern dass eben wirklich automatisch passieren kann. Insofern, ja, es ist ärgerlich, es passiert, sollte in Zukunft nicht wieder passieren, ist einfach ein Versehen, was stattgefunden hat. Danke fürs Eingeständnis und für den Ausblick. Wir setzen fort mit Frau Herberts, PVP. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Beigeordnete, schon im Vorfeld der nahenden Haushaltsverhandlungen, es ging um viele Sachen, aber auch die Überlegung im Raum, die Kita-Gebühren in der Landeshauptstadt zu erhöhen, was ja insbesondere Eltern mit unteren und mittleren Einkommen stark belasten würde. Es gibt in manchen Bundesländern durchaus Härtefallregelungen, um die Betroffenen zu entlasten, in Sachsen aber nicht. Trotzdem sieht man auf der Homepage der Stadt, was ich sehr gut finde, die Möglichkeit, eine Reduzierung des Elternbeitrages zu beantragen, abhängig vom Haushaltseinkommen. Und damit verbunden bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen. Ab welchen Einkommensgrenzen ist eine Reduzierung möglich? Beziehungsweise, da ja im Antragsformular auch Ausgaben wie Miete, Darlehensraten, Fahrtkosten abgefragt werden, ab welchem Einkommen nach Abzügen? Dann zweitens, wie stark können die Beiträge reduziert werden und wie viele Härtefallanträge wurden in 2023 und 2024 gestellt? Wie viele davon stattgegeben? Und lässt sich eine Steigerung solcher Anträge in den letzten 5 Jahren beobachten?
Hier übernimmt auch der erste Bürgermeister die Verantwortung. Ja, sehr geehrte Frau Herpels, ist völlig richtig gesagt. Also eine sogenannte Härtefallregelung wie in anderen Bundesländern haben wir in Sachsen gesetzlich nicht festgelegt. Und trotzdem haben wir mal in der Elternbeitragssatzung in Dresden Dinge festgeschrieben, die Eltern mit wenig Einkommen beziehungsweise Eltern, ich hatte ja vorhin schon von dem zweiten und dritten Zählkind gesagt, darauf geachtet wird, da Reduzierung vorzunehmen. Ganz konkret ist es bei uns in Dresden so, dass der Elternbeitrag aufgrund des Bezugs von Sozialleistungen, wie zum Beispiel Sozialhilfe oder Wohngeld, Asylbewerberleistungen und so weiter, auf Antrag hin von der Landeshauptstadt komplett befreit werden, was die Beitragszahlung angeht. Darüber hinaus ist eine Übernahme des Elternbeitrags aufgrund geringen Einkommens möglich. Allerdings, das ist in Deutschland so, muss natürlich dafür ein Antrag gestellt werden. Und die Reduzierung dieser Beiträge richtet sich, und deswegen kann ich jetzt nicht ganz genau die Zahl nennen, richtet sich nach § 85 SGB 7 und wird dann von der Beitragsstelle bei uns im Amt für Kita entsprechend berechnet. Insgesamt, was die Frage angeht, wie viele Eltern oder Familien befreit worden sind, in 23, können wir sagen, 9.400 Familien. Wir haben ca. 30.000 Kinder in Kitas, beziehungsweise wurden wir, weil das von gestern auf heute, sage ich jetzt mal, nie so schnell möglich war, die Betrachtung im Vergleich der letzten 5 Jahre nochmal nachreichen. Dann freue ich mich auf die Antwort da und vielen Dank. Als nächstes ist die AfD-Fraktion an der Reihe. Frau Dagen, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich habe eine Frage aus dem Themenkreis Richard-Wagner-Akademie. Ich gebe Ihnen natürlich zuallererst recht, lieber Herr Hilbert, das ist eine sehr positive und eine wirklich wunderbare Nachricht, dass in den heutigen Zeiten ein solch großer Betrag für die Kultur in Aussicht gestellt wird. Und als Kulturpolitikerin insbesondere begrüße ich natürlich die Idee einer Richard-Wagner-Akademie aus unterschiedlichen Gründen ganz nachdrücklich. Mit Blick auf die Haushaltslage, nun der Zeitpunkt ist gänzlich schlecht, der ist nun nicht gewählt, dafür können Sie nichts, wofür Sie was kennen können, und das hat ja Herr Zastrow auch schon in dem ersten Teil der Fragerunde entsprechend präzisiert, ist hier eine Reihenfolge, die von Ihrer Seite nicht eingehalten worden ist, im Sinne der Meinungsbildung hier im Dresdner Stadtrat. Ich denke, dass der Zweck eben hier auch nicht die Mittel wirklich heiligt. Die Reihenfolge wäre natürlich gewesen, dass wir als kulturpolitische Sprecher oder als Mitglieder des Kulturausschusses hier in dieses Vorhaben zumindest informell erstmal eingeweiht werden worden müssten. Denn natürlich ist es so, hier im Sinne einer entsprechenden Öffentlichkeitsarbeit muss natürlich auch aus einer argumentativen Kenntnis heraus agiert werden. Ich halte das für ein großes Versäumnis, und leider ist dieses Projekt natürlich auch jetzt erstmal mit einem schlechten Start behaftet und eigentlich negativ konnotiert. Insofern möchte ich eine ganz konkrete Frage stellen und hoffe auch eine konkrete Antwort. Konkret möchte ich die Frage am allerliebsten aber an unsere Kulturbürgermeisterin stellen, die, so wie ich finde, hier auf eine sehr schändliche Art und Weise übergangen worden ist. Meine Frage lautet also folgendermaßen: Wann dürfen oder wann können wir denn als Ausschussmitglieder des Kulturausschusses mit einer qualifizierten Informationsvorlage rechnen? Wenn ich meine qualifiziert, dann natürlich mit Finanzplan, mit einer Kostenaufstellung, mit Konzeption inhaltlicher Art und natürlich mit der Partnerproblematik und natürlich auch der entsprechenden Nutzung. Wir sind, vielen Dank, Frau Dagen, für die Frage. Wir sind im Moment in der Aufarbeitung und auch nochmal in der Abstimmung innerhalb der Verwaltung. Ich gehe mal davon aus, zu Beginn nächsten Jahres, dass wir dann in den Kulturausschuss mit einer entsprechend umfangreichen Präsentation und entsprechender Darlegung der Gesamtzusammenhänge der finanziellen Notwendigkeiten, der planerischen Notwendigkeiten und des weiteren Abfolger Sie dann informieren können.
Ganz kurze Rückfrage. Meine Rüge haben Sie wohl vernommen und dürfte dann auch Teil der Aufarbeitung sein. Manchmal ist man überrascht, was alles so geht. Ne? So, dann machen wir weiter mit der CDU-Fraktion. Herr Dietze. Ach so. Als guter Lehrer hätte ich das mit PowerPoint doch hingekriegt. Aber ja, darf ich jetzt? So. Fein, danke. Gut. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich sage es mal so salopp, wie es in unserem Stadtbezirk auch gesagt wird. Kühn hat wieder zum Farbtopf gegriffen. Herr Oberbürgermeister, damit ist der Baubürgermeister Herr Kühn gemeint und die wiederholte Abmarkierung in diesem Fall erneut auch auf der Bautzener Straße, diesmal zwischen Rissweg und Bauernbusch. Nun ist es so, dass die Sicherheit im Radwegverkehr durchaus auch ein Herzensanliegen der CDU ist. Allerdings in der vorgenommenen Weise, nämlich hier als Radfahrstreifen statt als Schutzstreifen, führt das in aller Regelmäßigkeit zu Staueffekten. Warum, ist hier auch ganz einfach zu sehen. Wir haben verschiedene Sachen, die links abbiegend nur erreichbar sind, Lidl, Schwimmhalle, Ähnliches. Damit wird auf der einzig verbliebenen Spur für ÖPNV und MIV stehen dann eben aller Regelmäßigkeit Fahrzeuge. Das sieht man hier, ja, also den Linksabbieger. Was dann dazu führt, dass die hinterliegenden, also hinterfahrenden Fahrzeuge entweder jetzt hinter dem warten müssten, wie es StVO-gerecht wäre, oder eben das machen, was man jetzt ja eben gerade auch sieht. Man fährt einfach über die durchgezogene Linie. Wenn verursacht also entweder Stau oder muss sich eben entgegen der Straßenverkehrsordnung verhalten. Die meisten verhalten sich entgegen der Verkehrsordnung und fahren tatsächlich meistens rechtzeitig dran vorbei. Eine Situation, wie ich meine, die einfach zu umgehen gewesen wäre, hätte man eben auf einen einfachen Fahrradschutzstreifen zurückgegriffen. Das sind diese durchgestrichelten Linien, wo man eben, wenn es die Verkehrssituation erlaubt und eben kein Radfahrer dort ist, eben auch drüber passieren kann. Das Gleiche übrigens könnte man jetzt noch weiterführen, weil der ganze Serviceverkehr, Lieferverkehr, alles, was damit zusammenhängt, blockiert so, natürlich jetzt immer die einzige Spur. Daraus ergeben sich für mich Fragen. Warum wurde der Stadtbezirksbeirat Loschwitz vor der Durchführung der Abmarkierung auf der Bautzener Straße nicht über die bevorstehende Maßnahme in... Frau Schanetzky, danke. Dankeschön. Die kommt gerade, Fragezeichen. Warum wurde der Stadtbezirksbeirat Loschwitz vor der Durchführung, also wenn es mit warum losgeht, kommt am Ende eine Frage, auf der Bautzener Straße nicht über die bevorstehende Maßnahme informiert? Ich weiß, das ist nicht das Lieblingsgremium von Herrn Kühn. Er hatte seine Teilnahme ja auch zugesagt, aus verständlichen Gründen abgesagt, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten zu informieren. Zweitens, wie hoch waren die Kosten für diese Maßnahme? Und drittens, warum ist die Abmarkierung überwiegend als Radfahrstreifen und nicht als Fahrradschutzstreifen erfolgt, wohl wissend, dass dadurch Staueffekte erzielt werden? So, die Beantwortung übernimmt Herr Baubürgermeister Kühn. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Stadtrat Dietze, die Abmarkierung auf der Bautzer Landstraße zwischen Steglichstraße und am Bauernbusch ist Teil des vom Stadtrat beschlossenen Radverkehrskonzept, nämlich konkret die Maßnahme 814. Eine Vorstellung der Maßnahmen im Stadtbezirksbeirat Loschwitz, den ich übrigens schon sehr oft aufgesucht habe,
könnten sich andere Stadtbezirke benachteiligt fühlen, war für den 24. September vorgesehen, musste aufgrund eines Ereignisses, was am 11. September stattgefunden hat, aber durch mich abgesagt werden. Geplant ist und zugesagt, dass ich am 5. November meinen Besuch in einem der Lieblingsgremien dann auch nachhole. Ich will aber auch sagen, dass ich bereits im Juli, persönlich im Juli 2023, in der Stadtbezirksbeiratssitzung Loschwitz war und über den Planungsstand zur Integration von Radverkehrsanlagen im Zuge der Bautzenstraße bzw. Bautzen-Landstraße informiert habe. Also das, was geplant und jetzt im Herbst umgesetzt wurde, ist seit 2023 bekannt. Richtig ist, in der September-Sitzung war geplant, die Details sozusagen nochmal darzustellen. Hole ich jetzt am 5. November nach. Ich denke, es gibt Verständnis dafür, dass ich am 24. Ich hatte Brücke, nicht zugegen sein konnte. Zu den Kosten. Markierung und Beschilderung haben 50.000 Euro gekostet. Die Planungskosten betrugen 14.000 Euro. Was ich am 5. November auch erläutern werde und es jetzt gerne hier auch wieder tue, die Abmarkierung von Radfahrstreifen. Statt eines Schutzstreifens entspricht den anerkannten technischen Regelwerken, insbesondere Vorgaben der RAST 06, das ist die Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen, und der ERA, das ist die Richtlinie zur Anlage von Radverkehrsanlagen, die geltendes Regelwerk ist, kommt von der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen. Und gemäß dieser Regelwerke wird die Führungsform des Radverkehrs in Abhängigkeit von der Verkehrsstärke gewählt. Und angesichts der hohen Verkehrsmengen, das ist eine Bundesstraße mit weit über 20.000 Fahrzeugen, ist aus Sicherheitsgründen ein Fahrradstreifen erforderlich. Hier geht es um die Spitzenstunde und in der Spitzenstunde haben wir 1.400 Fahrzeuge. Und die verkehrsrechtlichen Vorgaben, die in der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung stehen, sagen, dass ein Schutzstreifen nur dann angeordnet werden darf, wenn ein Radfahrstreifen nicht realisiert werden kann, also sprich, wenn der Platz zum Beispiel nicht da ist. Wo Radfahrstreifenbreiten es ermöglichen, wurde daher ein Radfahrstreifen verkehrsrechtlich korrekt angeordnet. Es ist so, dass nach im geltenden Recht, also der StVO, § 35 Absatz 6, Fahrzeuge, die dem Bau, der Unterhaltung oder Reinigung von Straßen und Anlagen im Straßenraum oder der Müllabfuhr dienen, weiße Warneinrichtungen gekennzeichnet sind, auf allen Straßen und Straßenteilen und auf jeder Straßenseite in jeder Richtung zu allen Zeiten fahren und halten dürfen. Also die dürfen tatsächlich dann auch also konkret die Müllabfuhr, den Radfahrstreifen nutzen und so das Vorbeifahren anderer Fahrzeuge ermöglichen. Die Auswirkungen auf den Verkehrsablauf, insbesondere den Straßenbahnverkehr, wie unten im Bereich Preußisches Viertel der Bautzenstraße, wurden analog auch durch verkehrstechnische Maßnahmen, Pulkführerschaft der Straßenbahn und Anpassung der Steuerung der Lichtsignalanlagen berücksichtigt, damit diese Auswirkungen eben so gering wie möglich gehalten werden. Ich würde ganz kurz noch was dazu sagen. Es freut mich natürlich zu hören, dass es Ihr Lieblingsgremium ist. Ich hoffe aber, dass Sie dann dort fundierter agieren werden, denn ich habe mir natürlich in der Maßnahmenliste 814 das sehr genau angeguckt und dort steht nur ein grundhafter Ausbau. Da steht keineswegs, dass das im Sinne eines Radfahrschutzstreifens oder eines Radstreifens erfolgen muss. Also insofern, das ist einfach nicht stimmig. Und das Gleiche gilt, was die Abstände angeht. Es ist ja gerade eben dort sichtbar, dass dieser Platz nicht da ist, weil eben dann der ÖPNV behindert wird. Und Entschuldigung, Sie wissen nicht, wann irgendjemand zum Lidl einkaufen fährt. Und da können Sie Ihre Ampeltaktung einrichten, wie Sie wollen. Wenn dort eben die Mutti losfährt, um einzukaufen, dann blockiert die einfach mal die Straßenbahn. Gut, kommen wir damit zur letzten Frage. Frau Krause, bitte, Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Und dann würde ich vorschlagen, nach der Beantwortung würde man in die Pause eintreten. Frau Krause, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Meine Frage richtet sich eigentlich tatsächlich an den Oberbürgermeister als unseren Kämmerer. Ich stelle sie jetzt trotzdem. Dresden plant ja wesentliche und wichtige Erweiterungen des Straßenbahnsystems, unter anderem auch zur Erschließung des Industriestandortes im Dresdner Norden mit der Linie 8.
Neben solchen wichtigen Neubauvorhaben muss aber auch der Grundbetrieb des ÖPNV mit seinen hohen ökologischen und sozialen Bedeutungen trotz der offenen Finanzierungsfragen auf Bundes- und Landesebene gesichert werden. Deshalb bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen. Inwieweit ist der sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch und ökologisch wichtige 10-Minuten-Grundtakt von Bus und Bahn in Dresden in den kommenden Jahren finanziell gesichert? Und unter welchen Voraussetzungen können Ausdünnungen des Taktes ausgeschlossen werden? Danke, und das würde auch Herr Baubürgermeister Kühn beantworten. Ja, sehr geehrte Frau Stadträtin Krause, der Grundtakt für Bus und Bahn ist Bestandteil des öffentlichen Dienstleistungsauftrags, kurz ÖDA, zwischen Landeshauptstadt und DVB AG. Eine Änderung des Grundtakts erfordert einen Stadtratsbeschluss. Die Finanzierung des im öffentlichen Dienstleistungsauftrag verankerten Leistungen erfolgt einerseits über Umsatzerlöse Dresdner Verkehrsbetriebe, also Fahrgasteinnahmen, Zuschüsse der technischen Werke sowie über finanzielle Mittel aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden. Das sind in diesem Jahr 19,1 Millionen. Zusätzlich erhalten die Dresdner Verkehrsbetriebe gesetzlich verankerte Ausgleichszahlungen für die Einnahmeausfälle durch die Einführung des Deutschlandtickets oder auch für das Bildungsticket. Diese decken jedoch nicht tatsächlich entstehenden Kosten bei den Verkehrsunternehmen und bedürfen zusätzlicher Ausgleichszahlungen der Landeshauptstadt. Wie gesagt, ein Haushaltsbetrag von 19,1 Millionen. Die Sicherung der entsprechenden Haushaltsmittel innerhalb der Landeshauptstadt Dresden erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanung, also jetzt in dem Fall für 2025/26. Der Haushaltsentwurf wird Ihnen noch vorgestellt, aber man kann schon sagen, dass im Jahr 2025 23,7 Millionen und für 2026 25,8 Millionen Mittel eingeplant sind. Herausforderung ist die derzeit angespannte finanzielle Situation und die Rahmenbedingungen bei der TWD. Eine Ausdünnung des Grundtakts kann nur ausgeschlossen werden, wenn die Finanzierung dieses von den Kunden des öffentlichen Nahverkehrs sehr positiv bewerteten Angebots gesichert werden kann. Und hier ist aus unserer Sicht ja auch Land und Bund gefordert, weil die Ausgabenseite stärker steigt als die Mittel, die wir beispielsweise durch Ausgleichszahlung, Deutschlandticket, Bildungsticket dynamisiert oder eben viel zu gering dynamisiert bekommen, weil eben Energiekosten, Personalkosten, Materialkosten und so weiter stärker steigen, als das in den Ausgleichszahlungen hinsichtlich der Dynamisierung dieser Zahlungen berücksichtigt wird. Diese Dynamisierung nehmen wir im Haushalt vor. Wie gesagt, die Zahlen habe ich genannt, aber die Mittel, die eben sozusagen vom Deutschlandticket herkommen oder über Regionalisierungsmittel bzw. Bildungsticket, die haben eben nicht die Dynamisierung, um die Kostenentwicklung adäquat aufzufangen. Insofern haben wir ein Finanzierungsdelta im Nahverkehr, bei der Nahverkehrsfinanzierung. Erstmal vielen Dank für diese Antwort. Ich würde darum bitten, dass bei der schriftlichen Antwort dann eventuell per Protokoll dem OB noch folgende Nachfrage übermittelt wird. Und zwar würde ich gerne wissen, Sie hatten es ja jetzt angesprochen, das Stichwort TWD, die Technischen Werke Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden ist Gesellschafterin und der OB vertritt uns dort. Und ich würde gerne wissen, wie er als Aufsichtsratsvorsitzender der TWD absichert, dass der 10-Minuten-Grundtakt bei Bus und Bahn abgesichert sein wird. Vielen Dank. Okay, Dankeschön. Und wie angekündigt, schlage ich Ihnen vor, dass wir jetzt in die Pause gehen. Wir würden nach der Pause, machen wir 19 Uhr weiter, erstmal im nicht öffentlichen Teil starten, um die zwei Vorlagen, die wir ohne Debatte haben, aber dass wir das im nicht öffentlichen Teil dann abgearbeitet haben. Ansonsten würden wir dann in der Tagesordnung so fortfahren, wie angekündigt, in Blöcken mit den Wahlen starten und in den Zeiten, wo ausgezählt wird, dann uns mit den anderen Vorlagen beschäftigen. Also 19 Uhr geht es weiter.